Also das Bild finde ich schon großartig, haben wir ja schon besprochen. Wie ist der Ton? Outstanding. Outstanding, es wird immer besser. Geil. Magnificent. Dann legen wir los. Boom! Renato Kaiser. Joel von Mutzenbecher. Hallo! Freut mich. Wir haben eigentlich schon irgendwie eine Viertelstunde geschwätzt, wir haben es kaum Hallo gesagt. Wahrscheinlich alles durch schon. Aber wir reden jetzt gleich noch. Und natürlich haben wir über Comedy geredet. Ja, logisch. Über was ist? Was sonst? Weil du so eine Art, wie nennt man das? Ich weiß immer noch nicht, wie man es nennt. Auftritt ohne Publikum, wo gefilmt wird. Jetzt gerade hast. Aha. Ja, so, so ein Auftritt wie vor 10 Jahren. Bei dir sind es schon 10, bei mir sind es eher 5. Ja, also gut, ich hätte einfach mal 10 Jahre gesagt, damit es besser tönt. Wenn ich müsste überlegen, wenn ich das letzte Mal so richtig, weißt du, so, man redet dann von wahrscheinlich so etwa 5, 6, die kommen, oder? Mhm. Damit es die, das muss schon, wie 2016 mit den Videos angefangen habe und dann das so ein bisschen angezogen hat auch, ja. Dort habe ich eigentlich schon sozusagen Kleinkunst ein bisschen erreicht. Also nicht, mhm. nicht im Sinne von hinter mir, sondern einfach so, yeah. ich habe dort mittlerweile können von, sozusagen, egal wo die Kulturkommission ist, in welchem Dorf, wo das macht, hat man den Fuss gehabt, dass ca. 30 Leute vielleicht kommen. Mhm. So. Mhm. Darum ist es doch schon einige Jahre her, dass es so richtig gar nichts ist. Ich glaube schon, dass es so der Sprung, den ich 2009 angefangen habe, also wirklich davon leben und mit Soloprogramm auftreten, dort war es sicher noch so gewesen. Also eben dann, das Lustige war ja dort, gewesen, dass dann, ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben und auch so, was Karriere anbelangt. Und ich habe zum Beispiel bei der Künstlerbörse zu tun, wo ja so mega wichtig ist, oder wenn du dort einen guten Auftritt hast und alle Veranstalter sitzen yeah. dort, yeah. dann wirst du fest gebucht. Nur ist das Problem, die meinen dann, oder Kleinkunst ist so doch über 50 Publikum, oder? Und die meinen dann, oh, wir haben jetzt Renato Kaiser, der macht Slam. Slam ist doch erfolgreich. Yeah. Und jetzt kommen die Jungen zu uns in Restaurant Kulturochsen, yeah. oder? Und das passiert halt nicht sofort. Das heisst, und das Problem ist, ich habe nie Mühe, wenn wenig Leute kommen. Also es macht mir tatsächlich nicht aus, so, weißt, irgendwie egomäßig oder dass ich enttäuscht bin oder so, sondern ich bin eh dort und finde so, ja, ich mache es jetzt halt, ist ja scheißegal. Mhm. Ich habe viel mehr an einem schlechtes Gewissen gegenüber den Veranstaltenden. Absolut. Und das Lustige ist, sie haben ein schlechtes Gewissen gegenüber mir. Das habe ich auch irgendwie festgestellt. So ein hyper höfliches, ein bisschen erbärmliches Smalltalk-Problem. So. Aber das ist im Fall... bei der einen Location sag ich denen wirklich am Schluss so, weißt du, Ticketsplit, und es sind vielleicht 40 Leute gekommen. Und ich habe schlechtes Gewissen gehabt, weil ich weiss, die Location, bei denen kannst du, wenn du es vollpackst, 150 rein tun. Mhm. Dann denkst du, ja, das ist weniger als ein Drittel. Mhm. Also sag ich denen, also ist okay für euch, weißt du, mit dem Ticketsplit. Ist okay, wenn wir das jetzt wirklich so aufteilen und so. Und dann erzählt er mir so, ja, danke. Weil sonst kommen irgendwie so Indie-Bands, wo noch nie irgendetwas davon gehört hat, und die waren auf die Fixgage 3.500. Ach schon? Ja. Und das muss ich dann aufwerfen. Und dann ist mein Problem, wenn nur 10 Leute kommen. Und dann habe ich Verlust gemacht. Bei dir mache ich keinen Verlust. Ich gewinne einfach nicht viel Geld. Ja. Aber wir haben bei null angefangen. Ja. Und ab dem ersten Ticket, klar, rechnest du nicht Arbeit und so weiter und so fort. Aber nach dem ersten Ticket hast du eigentlich schon ein bisschen Einnahmen. Ja. Abgesehen von Werbung etc. Und dann ist es für das voll okay gewesen. Und dann haben wir so schlechte Gewissen gegenüber. So, ja, aber ist im Fall wirklich für dich okay? Ja, also, nein, ist für dich okay. So, ja, danke. Weil ich habe ein bisschen das Glück, gerade weg der Künstlerbörse, weil dann eben die Veranstaltenden gekommen sind, dann ist natürlich durch die Art von Status, den man dann hat, oder man war ja der Künstlerbörse, es war ein Erfolg, etc., dann ist eigentlich so, redet man direkt ein bisschen über Fixgagen. Die sind natürlich nicht bei 3.500. Ja. Aber eigentlich ist es in meinem Kopf immer so gewesen, ich habe mich immer sehr glücklich gefühlt, es war nicht überall mit Fixgage gegenüber eben gerade den Bands, weil ich gemeint habe, dass Bands so wenig Stutz bekommen und dann sind sie zu fünften und jeder kommt noch irgendwie einen Essensbon über.
schlussendlich auf den Kopf gerechnet, weil du hast ja dann noch ein Management, vielleicht hast du sogar noch irgendein Label und so weiter und so fort. Auf den Kopf gerechnet wird es wahrscheinlich nicht viel besser sein. Also aber für den Veranstalter ist es natürlich viel teurer. Das Schönste war mal bei mir, eben auch im Zug von diesen Buchungen, dort mal von «Wow, Künstlerbörse, es hat mega funktioniert» und eventuell kommen jetzt alle Jungen dann, bin ich zu laufen, laufen ist Basel-Land. Oder? Und hast du schon mal die Halle? Es gibt so eine Halle dort, oder so eine, es heisst aber gleich wie irgendwie, so ein Kulturdings. Irgendwie Schlachthof oder irgendetwas, gell? Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall war es so eine mega moderne Halle gewesen. Ich war, der Sommer war ich, glaube ich, gesehen. Also letzten Sommer. Und es war halt wirklich gross gewesen. Und also, ich kann mich jetzt nur noch so knapp erinnern, aber wenn du strudeln, sicher 400 oder so. Und wenn's, also wirklich gross und hoch. Und vor mir hat zum Beispiel Jacobo Müller in der Woche vor mir dort gewesen und so. Und nachher ich. Und bei mir sind halt so 15 Leute gekommen in dem Raum. Und weißt du, zum Beispiel hinten dran, der Techniker ist hinten dran auf so einer, der ist so raufgefahren zu seinem Ding, zu seiner Schiene. Weißt du, wirklich so von oben ab hat er mir dann über Lautsprecher gesagt, wann ich denn will. Und ich will halt nichts. Also ich habe einfach gesagt, ich habe dort mal wenigstens sogar noch zwei Positionen gehabt, eine sitzend, eine stehend. Ich habe gesagt, da so ein Erzähllicht und dort so ein kleines Hologrammlicht. Und du hast so richtig gemerkt, wie er fast in seiner Berufs eher beleidigt war, dass er hat müssen mich ausleuchten und so nach 10 Minuten fertig war. Ja, ja, ich kenne so ein bisschen beide Seiten. Es gibt auch die, die es lieben, dass sie nichts zu tun haben. Und weißt du, der Techniker, der schon ein bisschen zu lange im Haus ist, der ist wirklich, wenn du dem sagst, also schau, am Anfang das Lied und am Schluss das Lied, fertig. Nein, nein, natürlich, also eben, normalerweise ist es ein mega Vorteil, weil, also erstens mal, ich habe einmal mein zweites Programm habe ich mit einem Musiker zusammen gemacht. Wir haben alles, also der hat den Schlagzeuger, Perkussionist, Alphornspieler, was auch immer, Hangspieler und alles. Ja. Und das heisst, ich habe auch noch Schlagzeug gespielt, dann, also durch ihn dann so gelernt, Schlagzeug gespielt. Ich spiele Trompete ursprünglich, also habe ich Alphorn gespielt. Die ganze Bühne voll mit Zeug, oder? Und also das hat sich dann teilweise natürlich, das ist noch schlimmer, weil dann auch schon, dass es mega schwierig ist, um den Leuten zu verkaufen. Also weißt, erstens mal den Veranstaltenden mit zwei Schlagzeugen und so. Und nachher dann, nachdem habe ich dann wieder gefunden, komm, ich mache allein. Also es war schön gewesen, aber ich habe so gemerkt, das ist mir jetzt viel. Vor allem auch Textänderungen und so. Weißt, wenn du mal auf etwas anderes Lust hast, müsstest du ja direkt alles wieder proben mit dem Musiker. Den Ablauf auch ändern. Ja, und dann, jetzt kann ich einfach immer so an der Technik im Voraus schon sagen, also wir haben höchstens 10 Minuten. Wenn wir uns mega viel Mühe geben, 15. Yeah. Aber dann wird es wahrscheinlich bereits wieder schlechter. Dann ist eigentlich schon too much. Ja. Ja, aber was du vorher gesagt hast mit dem klassischen, man bucht jemanden an der Künstlerbörse und es ist Slam und dann kommen die Jungen etc. Das ist, glaube ich, noch so ein grundsätzliches Problem, also wahrscheinlich weltweit, aber ich merke es in der Schweiz immer sehr oft, dass sobald etwas ein bisschen Namen hat, hat man das Gefühl, wird einem die Bude reingerannt und darum bucht man es. Ja, und teilweise habe ich auch schon erlebt, also wirklich selten, aber es ist schon auch schon erlebt, dass dann tatsächlich auch sogar ein bisschen weniger Werbung gemacht wird. Und man meint, das ist jetzt ein sicherer Wert und eigentlich finde ich, kannst du als Haus erst dann von einem sicheren Wert ausgehen, wenn er schon einmal die Person schon einmal da war und die Hütte voll gemacht hat, dann kannst du so ein bisschen davon ausgehen. Aber sonst weiss es nicht und ich finde, in der Schweiz ist es natürlich noch wahrscheinlich noch ein bisschen anders wegen den Gräben, die es gibt. Also einerseits der Gräben so ein Kabarett und Comedy und auch den Poetry Slam, der irgendwo dazwischen gekommen ist und das Kabarett und Kleinkunst, so eine eben so eine bereits etablierte, aber relativ alte Klientel hat, wo du musst das Neue, sogar egal woher das kommt, aber wenn das Neue auch noch ein bisschen jung ist und nicht aussieht wie Kabarett oder wenn du vielleicht nicht einen Job hast oder so und ein Mann bist. Nein, aber dann wird es schon schwierig, oder? Auch fürs Haus. Und dazu kommt auch noch das große Problem, halt, dass praktisch alle immer noch oder viele immer noch überfordert waren, einfach von der,
weißt du, von wie machen wir Werbung, oder? Mhm, noch vor, würde sagen schon, noch vor etwa 10 Jahren, vielleicht hat es dort langsam aufgehört, hast du können als Kabaretthaus oder so, hast du können sagen, okay, wenn wir einen Bericht haben in der Zeitung, in dem Dorf oder in dem Städtchen oder so, haben wir gute Chancen, oder? Ja. Und dort hat's, also natürlich hat es Facebook-Werbung schon gegeben und alles und so, aber einfach, wie macht man Werbung und wo, für wer, also eben, also der, sozusagen, muss ich auch, also weißt du, ich bin mega froh, dass ich kein Veranstalter bin. Ja, yeah. Also. Ja, es ist auch, machst Werbung mit dem Namen, wenn ja, bringt der Name wirklich etwas, oder machst du lieber Werbung mit dem Inhalt, also das merke ich ja allein schon, wenn wir für eine von unseren Comedy-Shows eben wann Werbung machen. Dann hole ich irgendeinen, frag mich nicht, einen geilen Deutschen, den zwar niemand kennt, aber ich habe mega Bock auf den, weil ich weiss, der ist super auf der Bühne. Also wie mache ich denn Werbung mit dem? Sage ich jetzt, er ist das große Star? Nein, stimmt, glaube nicht wirklich. Also nimm irgendeinen Clip von ihm. Jetzt musst du aber noch den richtigen Clip finden, der in 30 Sekunden zeigt, dass das jetzt ein geiler Comedian und so weiter und so fort. Also weißt du, das ist dann, leider dort gibt es schon so eine riesige Schwierigkeit. Aber was ich wirklich spannend finde, ist Menschen, die einfach mal aus dem Nichts finden, wir machen jetzt, keine Ahnung, der Knack hat mir das mal erzählt, vor irgendwie 10 Jahren, keine Ahnung, weißt du, wo so bei Joyce gerade so wirklich mega bekannt worden ist. Mhm. So, Joyce ist Gülşah und Knack eigentlich, sind so die Leute gesehen, oder? Ja. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt ein Ding, jeder Mensch erkennt mich und durch das findet irgendwie Veranstalter XY, ich buche die jetzt in eine Mehrzweckhalle mit riesen Party und was weiß ich. Und wenn wir Knackenbull draufschreiben, dann kommen 600 Leute. Nein, weil wenn es so wäre, dann würdest du das ja selber schon lange machen. Yeah. Also weißt, das ist irgendwie so das Absurde, wo du sagst, wenn ich das könnte, dann... Ich finde schon einen Veranstalter, der mich dann überall anbringt für 600 Räume. Ja, ist ja, nicht der Fall. Aber es bringt, es würde auch niemandem etwas bringen, denn, wenn man das einfach macht. So, nein. Weil eben, also eben, man kennt dann die negativen Beispiele. Aber es ist auch so, dass eben, oder man belächelt es manchmal auch ein bisschen, der Umgang von zum Beispiel, gerade aus der Kleinkunst, Veranstaltenden, der Umgang mit dem Internet oder mit Facebook und so, weil es eben dann auch meinen, hey, aber der hat doch so und so viel, da müsste doch. Aber das ist etwas, wo eben, finde ich, für alle, eine Überforderung ist. Also wir sind immer noch alle auch in der Kinderschuhe, was all die digitale Werbung anbelangt, finde ich. Also zumindest, ich sage, ich kann natürlich nur von mir reden. Und das Lustige ist, ich habe, seit ich die Videos gemacht habe, so nach ein paar Jahren sind teilweise noch Leute zu mir gekommen, Kollegen und Kolleginnen aus der Szene und so, und ich gefragt, wie machst du das mit dem Internet? Und ich habe immer so gesagt, hey, bevor ich die Videos gemacht habe, bin ich der gewesen, der gedacht hat, hey, wie machen die das mit dem Internet? Yeah. Oder? Und auch jetzt noch kann ich nicht sagen, weißt du, wie viele Leute, die mich von den Videos oder von meinem einfach Social-Media-Auftritt her kennen, wie viele das denn wirklich zu den Shows kommen. Ich weiss, es sind mehr geworden. Ich weiss, bei den Shows, gerade eben bei den Kabaretthäusern, ist es lustig, dass dann wirklich so die Hälfte vom Raum ist so das klassische Ü50 Kabarettpublikum, wo sich wo ich auch nicht genug fest abschrecke. Also weißt, ich bin jetzt nicht irgendwie super crazy oder super jung oder was auch immer. Oder super Hip-Hop oder keine Ahnung was. Ich bin nicht gefährlich. Und dann kommen noch solche die Jüngeren, was in meinem Fall aber heisst, jünger, meine Generation. Unser Alter, ja. Also so, yeah, yeah. Ich bin 35 und ich sage so, ab 25, wenn ich Glück habe. Oder, und alles andere, wo wirklich jünger ist, keine Ahnung. Oder letztens hat mir auch einer irgendwie gesagt, so, über Twitter, warum ich eigentlich nicht auf TikTok sehe. Oder? Das, ihr könnt sich das bei mir mega vorstellen. Und ich habe dann, also einerseits glaube ich, dass TikTok wahrscheinlich das erste App ist, wo ich tatsächlich vorher schon Nein sage. Einfach aus, weißt du, so, ich habe keine Zeit erstens. Also ich bin völlig ausgelastet mit den anderen Kanälen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das kann. Wenn ich das sehe, ist, wie die Videos, Diskussion, die sind so gut. Ja. Und das, was ich vermutet habe, also ich bin immer eher auch ein unterwürfiger Typ. Ich habe immer sofort das Gefühl, oh fuck, die sind huere gut, ich kann das nie. Ja. Aber wenn das irgendein so ein 14-jähriges Mädchen ist, denke ich einfach so, nein, die schafft es gut, ist gut. Das kann ich nicht, oder? Die ist zu gut. Die kann das viel besser als ich. Ja, und, aber es stimmt, weil ich habe, wenn du ab und zu mal so Videos schaust, Making-ofs von
den richtig guten Videos, also die, die halt wirklich Erfolg haben, ja, dann haben die halt auch einfach so manchmal ein bis zwei Tage Arbeit. Zum, ja, ja, zum mega. Die, wie viel? 15 Sekunden? Mhm. Oder wie lange? Ja, wie lange auch immer. Aber ja, es ist, ja, die Tutorial-Videos, die finde ich fast spannender als das effektive Endergebnis. Ja, und es ist halt, weißt du, wie soll ich sagen? Auf TikTok kommt das eben auch drum so neu und fresh über, weil genau das wie soll man sagen, ausblendet wird. Und zwar so komplett, weil du machst es auf, siehst es, zack. Mhm. Und, aber eigentlich der Aufwand, vom Aufwand her und wie es produziert ist, ist es immer noch genau gleich, wie es immer schon war. Nämlich, es ist immer mega, mega viel Aufwand für ja, etwas ganz Kleines, was dann mega geil ist und die Leute fragen, kann der davon leben? Mhm. Das ist ja wirklich, und das wird sich nicht verändern. Also ich meine, zum Beispiel bei mir ist es auch jetzt immer noch so, obwohl natürlich sicher durch, weißt, durch Fernsehauftritte und Radio und so gibt es eine grundsätzliche Legitimierung, dass man denkt, der ist jetzt, der lebt davon, das ist professionell und so. Ja. Aber ich glaube immer noch, dass viele Leute, die die Videos schauen, also die meisten überlegen sich nicht, das ist ja auch das Ziel. Also nicht, dass sie nicht Hirn aus und dann drücke ich mal drauf. Das ist das Letzte, was ich noch mit meinem Hirn drauf drücke. Nein, aber sie müssen sich ja nicht überlegen, wie ich das gemacht habe. Die meisten meinen wahrscheinlich immer noch, oder viele meinen immer noch, wenn sie das Video von mir sehen, dass ich das einfach so mal irgendetwas geredet habe und dann alles zusammengeschnitten habe. Und nicht, dass das eigentlich Nummern sind, oder? Ja. Es gibt aber solche, die es tatsächlich so machen. Muss man dazu sagen. Ja, aber ich meine, das ist das Lustige daran, also YouTuber machen das ja schon seit Ewigkeiten, mhm, oder? Und ich habe eben auch das Glück gehabt, als ich die Videos gemacht habe und angefangen habe und die dann so mit Jump Cuts, oder? Mhm. Das Lustige war, ich habe das gemacht und ich einfach gedacht, es werden einfach alle genervt sein, aber ich hätte es auf das Video machen wollen. Ja. Ich meine, alle werden genervt sein von dem Gesicht, was auch immer. Mhm. Und dann haben das alle sozusagen aus der aus meiner Szene und so, alle so, wow, das ist schon mega neu, mhm, und so. Mhm. Und die haben so gefunden, ich kann nicht der Erste sein, der so etwas macht. Also das ist mir auch schon klar gewesen. Aber dann habe ich erst gesehen, dass die auf YouTube schon lange immer Jump Cuts machen. Die haben einfach nie YouTuber verfolgt. Yeah. Oder? Und der Unterschied ist eben nur noch, du kannst natürlich eine halbe Stunde reden und nachher die 5 bis 10 besten Minuten rausnehmen. Mhm. Es wird aber nie, habe ich das Gefühl, nie so gut und dicht, wie wenn es ein geschriebener Text ist. Yeah. Beziehungsweise gut oder schlecht ist natürlich, sind schwierige bürgerliche Kategorien. Nein, natürlich schwierig zu sagen. Es ist einfach anders. Ich zum Beispiel vor kurzem so ein Video gemacht, nur für sozusagen für einen befreundeten Laden, der nachher seine E-Mail-Liste das überkommt. Und ich habe das erste Mal überhaupt, wie es sich gerade gegeben hat, so beim Laufen, mittlerweile meine Hündin entscheidet mittlerweile, wo wir durchlaufen, weil sie ist schon alt und weißt du, irgendwie, was soll ich jetzt noch, weißt du, sagen, nein, wir gehen links durch, weil es könnte das letzte Mal sein, dass sie hat will rechts durch und so. Und dann hat sie vor 2 Läufen auf den Gurten verlaufen und ich eigentlich wollte das Video machen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich es einfach mal so, ohne vorgeschrieben, einfach mal. Yeah. Und dann habe ich einen Teil wirklich so geredet, am Stück und dann geschnitten und nachher ist mir noch etwas anderes in den Sinn gekommen, wo ich dann nachher nach meinem Stil mit einzelnen Sätzen sagen, schneiden, also absetzen, nochmal sagen, absetzen. Mhm. Und es ist schon ein Video geworden, aber es sind zwei völlig, also meiner Meinung nach sieht es völlig anders aus. Wirklich? Ja, aber es ist natürlich die Frage, wie fest das natürlich nur, dass mir auffällt. Yeah, ja, klar. Ja, für dich ist ja in dem Moment etwas mega anders. Ja, ja. Aber weißt du, der Unterschied ist nur schon, wenn ich meine Videos so oft mache, ja, beim Laufen, oder? Ja. Und ich habe ab und zu schon mal gedacht, ist das blöd, weil der Hintergrund eigentlich immer gleich bleibt, oder? Sozusagen. Es gibt keine grossen Veränderungen. Aber wenn ich ja immer, also ich habe das gemerkt, als ich es am Stück geredet habe und dann nachher dann zusammengeschnitten, dort ist mir das aufgefallen, weil ich bin natürlich nicht weit gekommen. Nee. Aber wenn ich einen Satz sage, nachher laufe ich weiter und dann wieder einen Satz, dann gibt es einfach von selber sozusagen szenische Wechsel, ja, was ja geiler ist eigentlich. Ja. Und früher hast du ja noch im, ich nehme mal Bürozimmer oder was das war, gemacht. Mhm. Und lustigerweise habe ich nicht mehr das Jahr, letztes Jahr, 2020, wo alle die Late-Night-Shows heimgeschickt worden sind, habe ich dann auf einmal an deine Videos gedacht und ein Jahr lang habe ich auch so Videos gemacht, wo ich so denke, ist schon krass. Eigentlich im vermeintlich modernsten Zeitalter macht man wieder so eine Regression, indem man einfach eben mit
Scheiß-Equipment sich daheim filmt, wie man irgendetwas in der Kamera labert. Ja, es ist natürlich aber auch teilweise, wie bei allem jetzt in dieser Zeit, weißt, wenn man über Homeoffice, Homeschooling etc. und so redet, teilweise auch hat es aufgezeigt, dass gewisse Sachen schon auch so gehen. Mhm. Also weißt du, zum Beispiel, wie soll ich sagen, ich habe früher zum Beispiel auch viel mehr noch mit Bildeinspielern und Videoeinspielern geschafft. Ja. So, vor allem zu Watson-Zeit und so. Und ich habe eigentlich so ein bisschen mit dem aufgehört, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, um das so zu machen. Also es ist einfach mindestens nochmal einen Tag mehr, mhm, oder? Und ich habe einfach so gemerkt, ja, für ein 3-minütiges oder 4-minütiges Meinungsstück ist es auch nicht so wichtig. Also es ist so, mhm, manchmal, also eben so die Phase hat auch gezeigt, dass gewisse Sachen brauchen auch nicht den grossen Pomp. Also natürlich, Late Night Shows ist nicht so ein gutes Beispiel, weil halt dort ist natürlich das Geile. Also es ist so eben im Ed Sullivan Theater, es ist voll und Stephen Colbert, yeah, yeah, interagiert mit den Leuten. Und du hast und so eine Band. Und hast eine Band und es gibt Lacher. Mhm. Und das ist natürlich schon mega geil. Aber ich habe gefunden, aber gerade in dieser Veränderung hat man dann gemerkt, welche von denen sich wohler fühlen mit dem Inhalt. Also, mhm, mit reinem Inhalt. So, mit dem reinen, ja, ich will es sowieso erzählen. Und wenn jetzt halt auch noch 3 Kameraleute und meine Ehefrau auf dem Bänkchen nebendran sitzen, yeah, habe ich genau gleich viel Spass. So. Das habe ich krass gefunden beim John Oliver. Ich glaube, mhm, John Oliver ist scheißegal, ein Publikum dort ist, mhm, oder nicht. Er findet es sicher nice, aber ich glaube, das Ganze drumherum braucht er gar nicht. Ja, also ich glaub, inhaltlich habe ich die Sendung genau gleich gut gefunden. Ja, natürlich. Und du hast keinen Qualitätsunterschied gesehen zu Colbert, hat sich dann irgendwann eingependelt. Mhm. Aber bei vielen hast du wirklich wie gemerkt, wie, wenn ich jetzt einfach irgendwie müsste, ohne Publikum Stand-up machen, also ich, mhm, wäre komplett verloren und fände es so schlimm. Mhm. Und würde wahrscheinlich dann einfach heulend heimgehen. Also weißt du, so, nein. Also so wie es ist, aber eigentlich Eigentlich wie alle 2 Wochen sonst, ja. Nein, ja, also ich finde aber, John Oliver, das finde ich auch, aber dort finde ich es weniger überraschend, weil der Sprung nicht so groß ist. Oder? Seine, yeah, Pace war immer schon so gewesen. Seine Pace war nicht viel anders gewesen als eine Pace von jemandem wie mir. Weißt du, zumindest einfach mal John Oliver und mich ein. Weil wir wissen ja, was für eine gute Idee das ist, sich mit so Leuten zu vergleichen. Nein, aber er hat die Pace und die ist auch mit den Lachern. Es war ja nie so gewesen, er hat die Lacher nie komplett zulassen, sondern, yeah, reden Lacher ha, weiter, yeah, oder, yeah, so. Yeah. Die Pace hat er schon immer gehabt und darum ist, glaube ich, der Wechsel auch nicht so, yeah, schlimm, yeah, gewesen. Und auch natürlich die thematische Linie. Es ist einfach so, also gerade vor allem bei denen 10-15 Minuten Pieces, mhm, oder, ist natürlich einfach, das geht eh gerade durch, es gibt einen roten Faden, es ist eine Erzählung und, mhm, das ist natürlich nicht so weit weg. Bei den anderen hat man das viel mehr gemerkt und ich finde eben dort, dass der Stephen Colbert, ja auch so die ersten paar Mal, habe ich so gefunden, oh jetzt wird es schwierig. Mhm. Und jetzt aber seit Wochen liebe ich es, wie der mit, nicht mehr egal, inhaltlich, also inhaltlich finde ich ihn eh mega geil, aber wie er mit der Situation umgeht, yeah, wie er spielt, auch eben so, es gibt teilweise Lachen von irgendwelchen Leuten, die in dem Raum halt doch sind. Mhm. Und sie Produzent, wo der auch schon immer, wenn das Publikum gehabt hat, gehört hast. Ah schon? Ja. Ah, okay. Der das grelle Lachen, das er hat, das ist immer durchgedrungen. Ah, das hilft wahrscheinlich natürlich. Wahrscheinlich ist er auch noch irgendjemand bei einem Ambi-Mic immer gestanden. Aber wirklich, ja. Aber es ist wirklich so gewesen. Ah, okay. Und da hörst du immer und manchmal ist es seine Frau ja noch. Ja. Ja. Nein, zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem, ich habe gestern auf YouTube seinen letzten Monolog gesehen. Und am Schluss hat es mich schier verschält. Und es ist gar nicht gross, es ist ein super klassischer Witz, eher ein performativer Witz, das einfach gesagt hat, jetzt gibt es ein neues Segment nachher im nächsten, nach der Werbung, oder, wo man 3 Promis genau die gleiche Frage stellt. Aber, mhm, ich sage nicht, wer zuerst kommt. Das, oder zum Wissen, wer zuerst kommt, stick around. Mhm. Und dann schaut er weg. It's Tom Hanks. Und, ja, dann ist einfach Schnitt. Und ich habe es so lustig gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach, ich weiß nicht, schon, wie man gerade emotional drauf ist und so. Aber einfach so, das Timing zu haben, ohne die Leute, mhm, so, habe ich gefunden, ist bei ihm passiert. Beim Jimmy Fallon zum Beispiel habe ich es nicht mehr beobachtet, weil ich es so cringy gefunden habe, als ich ihn mal gesehen habe. Das ist jetzt schon lange her in dieser Zeit. Yeah. Und irgendwie so, also ich habe eh schon Jimmy Fallon
Ich muss ehrlich sagen, ich hasse Jimmy Fallon. Das ist halt, das kommt auch dazu. Aber man kann sie trotzdem distanziert anschauen. Und er hat so, dort ist es wirklich so gewesen, jede von seinen Shows, die ich dann auf YouTube gesehen habe, hat gewirkt wie so ein gescheiterter Stand-up-Auftritt. Aber auch, weil das Material bei ihm verhältnismäßig wirklich am schlechtesten ist, finde ich. Mir hat auf einmal Talks und so haben mir sehr gefallen bei ihm. Ja, das habe ich eben nicht. Und er hat also Home-Zeugs gemacht, irgendwie. Ich glaube, zuerst mit seiner Frau spazieren, dann hat sie sich mit dem Selfie-Stick einfach ein bisschen gelabert. So. Mhm. Und dann habe ich so gefunden, bei ihm hilft es mega, dass eben das Publikum nicht um ihn ist, weil er nicht konstant muss schreien, übertrieben lachen und sich selber inszenieren, sondern also er ist vielmehr einfach so gesehen. Es klingt so blöd, aber er ist einfach so. Er läuft ja eh mega Gefahr zum Fake überkommen. Ja. Man weiß ja nie, wer fake ist und wer nicht, aber ihm ist so. Und das, ich glaube, zum Teil tut mir ihm das ein bisschen Unrecht, weil du siehst und dann irgendwie, ich habe zum Beispiel die Folge gesehen mit dem Jerry Seinfeld, wo sie, ist sogar Doppelfolge, Comedians in Cars Getting Coffee. Aha, ja. Und du merkst, das ist schon grundsätzlich mega positive Dude. Ah, ja, ja. Und, mir geht es gar nicht so fest um Positivität. Nein, aber wenn du halt die noch ein bisschen draufsetzt, dann wirkt es auf einmal so fake, oder? Ja, weil also das hat mich bis in, wo noch alles live war, ich habe nicht können zuschauen, wenn er Talks gemacht hat. Ja, weil seine Talks sind immer so gewesen, hey, du bist doch mega geil, oder? Ja. Weil ich finde dich mega geil und dein Buch ist auch mega geil. Ja. Alles, was du sagst, ist lustig. Okay, und jetzt gehen wir mit Werbung. Genau. So. Ja. Das habe ich immer furchtbar. Nein, und vor allem, was noch schlimmer war, ist, dass meine Freundin hat das irgendwann mal bemerkt. Hat sich gefunden, schau mal, immer, wenn er irgendwie einen Gast hat und sie machen etwas Lustiges, tolle Studioaktion, ist eigentlich immer so gesehen, dass er noch fast noch einen hat müssen draufsetzen als der Studiogast. Und das ist für mich so gut, das ging gegen so ein Grundprinzip, dass wenn du der Host bist, dass du eigentlich schaust, dass andere glänzen. Und ja, und vor allem bei ihm ist es eben so, ich glaube, es liegt eben daran, dass er auch während den Spielen immer zumindest oberflächlich sehr fest sagt, oh, du hast eh gewonnen, yeah, du bist eh die Beste, oh, das ist ja unglaublich gewesen. Mhm. Aber das, was du spürst, ein Drang von ihm, ist das so. Ja, aber ich bin schon auch mega geil. So, oder ich will jetzt noch krasser sein und so. Und ich glaube, das ist so ein die Mischung. Aber eben, ich habe das Gefühl, dass von diesen Late-Night-Hosts, wo es jetzt zur Zeit gibt, finde ich eben, dass der Jimmy Fallon am wenigsten ein Late-Night-Host ist. Also weißt du, ich finde den Corden. Aber den habe ich ja schon lange nicht mehr geschaut. Weil der Charles und ich sind an der Aufzeichnung gesehen. Und also, das ist dann wirklich oft so. Mehr Massenabfertigung kann es, glaube ich, nicht geben. Ach schon? Ja. Also wie meinst du das? Ja, im Sinne von, das schreiben halt Leute online, es ist so quasi, es ist ja gratis, aber spart deine Zeit. Nein, spart deine Zeit vor allem. Ja. Weil du stehst überall lang an, damit du dann kannst dort hocken und so weiter und so fort. Aber du willst ja gleich ein Erlebnis haben. Und der andere ist irgendwie, der interessiert es gar nicht. Mhm. Der ist so wirklich Kamera an, bumm. Und sonst ist er nur am Handy am rumdöckeln. Und er wirkt demotiviert, anpisst. Aber weißt du überhaupt, woher ist denn der James Corden eigentlich gekommen? Also ich meine, der so erfolgreich geworden, ist er vorher mit den Carpool-Dings? Nein, ist das innerhalb von der Show gewesen? Das war innerhalb von der Show gewesen. Ich habe ihn recht toll gefunden, als er noch in England unterwegs war. Mhm. Und also er ist eigentlich Musical-Darsteller und hat in vielen Serien mitgespielt. Ah, ja, und stimmt. Ist so ein bisschen eine TV-Personality geworden. Mhm. Zum Beispiel er und Jack Whitehall haben irgendwie viele Sachen zusammen gemacht und so. Okay. Und er hat unter anderem eine mega geile Sendung moderiert für Sky. In England, die heißen League of Their Own. Mhm. Und es ist eine, wie alles in England, eine Panel-Show gesehen, mit immer noch grossen Sportstars als Gäste. Und durch das sind dann auch so ein bisschen Studioaktionen, aber auch Einspieler sind dann immer noch so gesehen, irgendetwas eher Sportliches, also entweder sind sie Rennen fahren oder was weiß ich. Und er ist immer
er war recht frech und extrem schlagfertig und irgendwie hat es halt angekriegt, so wie er halt ist, dass auch wenn er etwas eigentlich mega Böses sagt, dass du findest, ja, das ist der James Corden, Gott eigentlich, ja. Und dann haben sie in den USA für die Late-Night-Show. Ja, ich frage mich. Und dort habe ich die erste Sendung geschaut, nur schnell. Und dann habe ich so gedacht, ah, okay, the transformation is complete. Das ist eine der besten ersten Late-Night-Shows, die ich jemals gesehen habe. Weil das ist halt wie so überparat gesehen. Nicht genau gewusst, was er machen muss. Ist nur sandbar gesehen, nichts Freches. Also die Amis lieben das ja. Und am Schluss hat er noch ein Lied gesungen für seine Familie, weißt du, so in dem Stil, am Klavier. Ja, alles und, richtig gemacht. Genau, und in dem ist dann der Abspann gelaufen. Und dann haben sie gefunden, ja, voll geil. Mhm. Und die dritte Show, glaube ich, ist schon Carpool Karaoke gekommen. Und das ist, also ja, das ist von verschiedenen YouTubern zusammen, zusammen kopiert worden, sozusagen. Also es ist ja auch kein grundsätzlich neues Konzept gewesen. Weißt du noch, zuerst war Seinfeld oder er? Seinfeld ist auch relativ früh. Gewesen. Seinfeld mit im Auto rumfahren und Kaffee trinken ist zuerst gesehen. Aber das im Auto singen, das haben schon YouTuber gemacht. Ja, ja, aber Comedians in Cars Getting Coffee ist vorher gesehen. Ja. Ja, weil ich habe irgendwann mal von ihm, Jerry Seinfeld ist ja nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, zu sagen, dass er es erfunden hat. Darum bin ich mir nie sicher, wenn das stimmt und wenn nicht. Ja, aber meine Frage ist ja so ein bisschen, liegt es ein bisschen daran, dass, weißt du, also gerade in Amerika oder ganz allgemein so im Comedy-Entertainment-Bereich ist halt so die Late-Night-Show ist so der heilige Gral. Ja. Und das so wie, darum eben beim James Corden, darum meine Frage, weil ich nicht gewusst habe, woher das der ursprünglich kommt. Schlussendlich, alle werden nachher irgendwie so ein Late-Night-Host, oder? Egal, ob es jemand ist wie Jimmy Fallon, der so mega fest von Sketch-Comedy kommt, der wird ein Late-Night-Host. Dann Stephen Colbert, so Improv und natürlich nachher dann mit den Stephen und Stephen-Dingsbums und so. Und alle, weißt du, landet nachher in dem gleichen, weißt du, eins zu eins, du kannst dich ja wirklich nacheinander, oder? Zuerst kommt der, nachher kommt der, es ist genau das gleiche System. Und dann finde ich eben einmal so zum Beispiel bei einem, es ist kein Wunder, dass ein Jimmy Fallon zum Beispiel, wenn man Sachen von ihm dann sieht, die viral gehen oder so, dann sind es immer die Spiele gewesen, weil er dort aufblüht. James Corden, genau das gleiche im Carpool Karaoke und so. Dass du irgendwie so das Gefühl hast, Wieso müssen denn alle genau die gleiche Form von Schreibtisch, Late Night machen? Weil der Unterschied ist, dort kriegt ja nicht der Host eine Show, sondern die Show kriegt einen neuen Host. Mhm. Das sind ja immer schon etablierte Marken, also Tonight Show sowieso. Mhm. Aber das ist so einbrennt in die amerikanische Kultur, dass wie wenn bei uns gesehen war, also ein bisschen ist es ja so gesehen, zum Beispiel Wetten, dass wer macht es nach dem Tommy? Es hat es nie jemand angekriegt, wirklich zu machen nach dem Tommy, und darum ist er dann auch gestorben und wahrscheinlich auch, weil die Fernsehlandschaft sich eh verändert hat, aber es ist eigentlich immer, dass die Marke grösser gesehen ist, und dort ist halt wirklich auch schon gesehen, es gibt halt die Late-Night-Shows schon seit Ewigkeiten. Mhm. Also eben Tonight Show gibt es seit über 70 Jahren jetzt. Late-Night, wo der Letterman kreiert hat, irgendwie seit 85 oder keine Ahnung, irgendetwas in den 80er, wo er dann gewechselt ist zu CBS, haben die angefangen, das ist 93, 94 gesehen, also hast du dort die Late-Show, dann ist die Nachfolgesendung dort gekommen, Late-Late-Show. Also du hast doch das, irgendwann hast du einfach so deine Struktur. Und es sind immer noch mega günstig produzierte Shows. Es wirkt für uns natürlich mega opulent, weil der Tom Hanks kommt rum mit dem Colbert und was weiß ich. Aber es ist günstig zum Produzieren. Ja. Und also darum kriegt ihr eigentlich dann, wenn einer rausgeht, vorher hast du Craig Ferguson gesehen, dann heisst es, wir brauchen einen neuen, also ist der James Corden. Also es ist nicht, James Corden, auf was hast du Bock, du kriegst jetzt deine Show, wie du sie willst, sondern eigentlich, du tust sie in diesem Format, du tust sie noch ein bisschen anpassen. Ja, ja. Also ich meine, es ist auch völlig klar, dass diese Art von Show funktioniert, und die wird meiner Meinung nach noch ewig funktionieren, weil sie grundsätzlich auf Talk
basiert. Und etwas vom einfachsten, unterhaltsamsten und auch relativ günstig, am günstigsten zum Produzieren ist Talk. Und? Mit einem guten Host und guten Gästen. Werbung noch drei Baller. Genau. Aber das Format ist ja schon seit, was auch immer, Johnny Carson etc. und so. Mich wundert es nur, dass es nicht irgendwann einfach, weißt du, früher ist mal einig gewesen und jetzt sind es halt irgendwie 20 oder so. Ja, ja. Und wenn ich mich eben dann ein bisschen frage, ist, wenn dann eben nachher so ein bisschen auch die Comedy- und Entertainment-Landschaft dann nachher zu Deutschland oder in der Schweiz anschaust, oder? Jede neue Show, die es dann gegeben hat, und mittlerweile ändert sich das sicher auch, nicht zuletzt wegen der Digitalisierung, aber es ist immer so gewesen, das Vorbild sind dann nochmal die, also ich meine, es ist ja nur schon ein Fortschritt gewesen, dass es irgendwann mal Daily Show gegeben hat in Amerika und durch das dann irgendwann mal sehr viel später dann die Heute Show. Yeah. Und nachher dann wieder sehr viel später dann halt der Versuch mit Late Update und so, oder? Yeah. Und weißt du, also ich... Problem, Jacopo Müller ist eigentlich schon recht in die Richtung gegangen. Ja, Jacopo Müller war so ein Hybrid irgendwie. Weil es ja, weil es eben alles drin hatte, oder? Von der, sozusagen, also erstens mal, dass sie schon das Zweite sind, das hat natürlich, das gibt es jetzt in Amerika eigentlich fast nicht. Ja. Ich glaube gar nicht. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich Willkommen in Österreich drin gewesen. Und aber halt politisch, satirisch, aber trotzdem Sketch-Comedy und ein bisschen alles. Oder? Das ist sozusagen wie die Late-Night-Show und noch Saturday Night Live und so. Aber eben meine Frage ist mehr, also hast du ein bisschen beantwortet, durch das eben das Format ist schon dort und nachher braucht man einfach einen nächsten Host. Mhm. Weil ich habe mich das echt schon gefragt, weil haben Comedians grundsätzlich das Ziel, zum eine Late-Night-Show zu haben. Weil ich frage das darum, weil ich nicht so viel, ich habe nicht so viel Ziel. Also ich habe nicht so, ich bin nicht sehr visionär. Ich habe einfach immer das Glück gehabt, dass ich auch können, das machen konnte, was ich will. Und es ist zum richtigen Moment das Richtige passiert. Aber wenn es nicht passiert wäre, wäre ich immer noch glücklich gewesen. Und das ist ja die beste Grundlage grundsätzlich. Aber ich habe zum Beispiel nie gedacht, so, ui, irgendwann will ich mal eine Late-Night-Show haben. Auch nicht dagegen, aber einfach so, eben, ist es der Wunsch oder ist es einfach das, was halt dort ist? So. Also zum Beispiel wünscht man sich einfach the next guy zu sein. The next guy, weil es ist meistens ein Guy, ist dann halt der Late-Night-Host. Ja, ich glaube, natürlich hat der Johnny Carson einen riesen Einfluss gehabt bei den Amis, weil halt auf 30 Jahre lang ist er der Typ gesehen, wo du einfach auf den hast gelost. Du hast geschaut, was er erzählt, du hast auf ihn gelost und er ist so die Wohnzimmerstimme gesehen. Ne? Und für das hat einerseits extrem vielen wahrscheinlich den Wunsch mal gegeben, ich will auch mal so etwas machen. Das ist wie wenn irgendwie, frag mich nicht, ich habe vorhin auch gefunden, was der Stefan Raab macht, finde ich mega geil. Ne? Und dann ist der David Letterman gekommen und der hat dann eigentlich alle die Leute, die du jetzt davor genannt hast, inspiriert. Weil er ja dann, der Conan sagt immer, der Carson hat eine Talkshow gemacht und Letterman hat eine Anti-Talkshow gemacht. Alles ist ein bisschen schräg gewesen, alles ist ein bisschen komisch gewesen. Und das hat Kimmel, fallen vielleicht nicht so, aber Kimmel und Conan und die Menschen komplettestens beeinflusst. Colbert auch. Ja, ich meine, zum Beispiel Harald Schmidt-Show ist ja, wenn ich dort so extrem finde, erst im Nachhinein, weil wo es Harald Schmidt-Show gegeben hat, bin ich ja mega jung gewesen. 1:1 Kopie. Ja, und zwar halt so, wie er sitzt, wie er lacht, alles. Alles. Und es ist aber Brille, so. Brille bewegen und es ist mega geil. Mega krass. Und wenn du dann aber überlegst, das ist so, wenn du jetzt jemanden fragst, so in Deutschland, was ist die prägendste Late-Night-Show oder irgendwie einfach in die Richtung fragst und würden zuhören, viel sagen, Harald Schmidt Show. Obwohl es einfach, natürlich hat er es eh gut gemacht. Also, weißt du, er hat es eh gut gemacht. Bravo. Yeah. Nein, also, aber es ist schon krass, dass sozusagen so fest 1:1, eben, ich habe es dann erst nachher, irgendjemand hat mich mal darauf hingewiesen. Also das Bühnenbild ist 1:1 gesehen und gewisse Sketches haben sie auch noch von Conan. Jetzt muss man aber auch noch sagen, der wirkliche Vorläufer von Jacopo Müller ist natürlich der Harald Schmidt mit dem Oli Pocher. Fast, ja. Das ist eine schöne, Katastrophe. Aber das habe ich nie verstanden, nur schnell, Schmidt und Pocher. Ich habe nie verstanden,
warum sie eben nicht zusammen den Stand-up gemacht haben. Weil das hat Jacob und Müller eben richtig gemacht, die sitzen schon dort und danach schwätzen sie. Und bei Schmidt und Pocher ist so gesehen, der Schmidt kommt raus, macht 5 Jokes und dann sagt er, und jetzt kommt der Oliver Pocher. Und dann kommt er und macht auch noch 5 Jokes. Ja, weil wahrscheinlich der Harald Schmidt null Bock hat auf den Oliver Pocher. Nein, also was ich mal gehört habe, ist, dass der Schmidt hat ja immer seine Sidekicks gehabt. Und hat da mal, dort mal und was weiß ich. Und dann hat irgendwann hat er die Idee gehabt, den Pocher als Sidekick zu nehmen. Und Pocher hat gesagt, ich bin kein Sidekick. Ja. Und danach haben sie sich irgendwie auf der eben sehr, sehr spannende Hybrid eingelassen, wo aber gar nicht so schlecht war, wie er jetzt gemacht wird. Es ist gefloppt und es hat extrem viel Aufmerksamkeit gekriegt. Darum kann man noch darüber schwätzen ab und zu. Aber es hat eigentlich ein paar sehr, sehr geile Momente gehabt. Und die letzte Show war super geil gewesen. In der letzten sind sie auf einem Auto zusammen, sind sie rumgefahren und haben einfach gelabert. Das habe ich mega geil gefunden. Ja, das war wahrscheinlich der Ursprung gesehen von Comedians in Cars gegen Coffee. Ja, genau. Das wäre schön. Wenn du wirst Jerry Seinfeld fragen, würde ich sagen, ja, ich habe das in der Show gesehen. Do you know Oliver Pocher? Great comedic genius. What a comedic mind. Nein, gut, also ich muss halt sagen, dass ich halt praktisch alles vom Oliver Pocher furchtbar finde. Wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen an dem. Also ich finde, man kann ja immer über gut und schlecht diskutieren, aber ich finde rein auf was humoristische Niveau anbelangt, und ich meine nicht das intellektuelle Niveau, einfach das reine humoristische Niveau, das ist einfach Harald Schmidt und Oliver Pocher absolut, also das ist wie wenn du extra zwei nehmen, die völlig weit auseinander sind und eben nicht nur irgendwie thematisch oder von woher das kommt, wer das sie sind, sondern einfach das reine humoristische Niveau. Wie viele Ebenen hat ein Joke? Und wenn der Oliver Pocher sich Mühe gibt, hat sein Joke eine Ebene. Meistens nicht, ja. Aber was mir trotzdem, also das muss ich ihm immer zu gut heißen, einerseits wirklich das Paradebeispiel von furchtlos. Also das muss man fast bewundern. Ja, das wirklich einfach, du kennst es auch, es ist immer noch etwas anderes, wenn eine Kamera nehmen ist und irgendwie eben, es hat noch Publikum und was weiß ich. Die ultimative Freiheit zu haben, sich so zum absoluten Depp zu machen, finde ich wirklich bewundernswert. Und sein Crowdwork ist sensationell. Ja gut, das kann ich doch überhaupt nicht beurteilen. Das ist wirklich, das sagt ja jeder, der in Deutschland auftritt, jeder, der Technik macht, und nicht jeder unangenehm, Veranstalter. Weil ich finde praktisch alles, also mit Oliver Pocher, wo er aufgekommen ist, ist er ja so gewesen, wie die krassere Version von Stefan Raab, weißt du, so Comedy-mäßig, oder? Und dort, also es ist nicht so gewesen, von Anfang an, dort habe ich gefunden, er ist schlagfertig gewesen, er ist teilweise schon drüber gewesen, aber irgendwie noch so, also manchmal ist es schon gar nicht mehr gegangen, aber das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ein gewisses Risiko hast du dann, oder? Aber nachher dann so alles, was ich, also zuerst habe ich einen Ulang, habe ich gar nicht gewusst, dass es ihn überhaupt noch gibt. Immer wenn ich irgendetwas von ihm sehe, wo mit anderen Menschen zu tun hat, habe ich immer so gefunden, boah, ich will nicht im gleichen Raum sein, das schält mich. Ja, aber in dem Fall, er ist auf die ultimative Rampensau. Da ist wirklich einfach, also ein Kollege von mir hat erzählt, dass er mit ihm einen Fernsehauftritt gehabt hat und danach sind sie irgendwie so hinter so einer Wand, weißt du, und du musst warten, bis es losgeht. Und dann wirklich anscheinend eine Sekunde, bevor die Wand aufgeht, schaut der Pocher zu ihm zurück und sagt, was machen wir nicht alles für Geld? Und dann geht die scheiß Wand auf und danach läuft er raus und eben macht wieder alles, macht sich zum grössten Depp, beleidigt Leute, da, so, oder? Und irgendwie hörst du dann von vielen, und ich habe glaube zweimal live gesehen, weil ich als Teenager hat es eben schon recht geil gefunden, die übertriebene Version von Stefan Raab. Ja, eben, also ganz am Anfang habe ich nicht sofort gefunden. Ja, yeah. So. Und was halt wirklich einfach live, das kennst du auch, und das kann man nie erklären, live ist immer noch etwas anderes als Fernsehen. Einfach immer. Ja. Und live kann da jemandem etwas sagen. Das wird irgendwie, frag mich nicht, wahrscheinlich wie in den USA der Jeff Ross. Wo einfach, der roastet die zwar in dem Moment, aber Person, die gerostet wird, findet es geil und alle im Raum verzeihen es, weil sie merken, es ist nicht bösartig. Also live.
Ja, ja, eben. Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Jeff Ross sagst, er ist ja eben, erstens mal natürlich das perfekte Beispiel wegen Roast, also ich, und auch wegen kompromisslos sein und aufwortlos sein und sich zum Aff machen und so. Aber ich finde, Jeff Ross hat so eine humoristische Qualität. Und eben wiederum nicht, es geht nicht um Intellektualität oder um ein Niveau oder Ekel oder nicht, sondern einfach, wo so, du hast sicher auch seine Netflix-Serie gesehen, zusammen mit dem Dave Attell. Wo du einfach merkst, natürlich ist es zusammengeschnitten etc. Yeah. Aber du einfach merkst, da ist so viel Substanz rum, an humoristischer Qualität. Und dass ich dann beim Oliver Pocher, wenn ich so irgendwie sende, ich habe dann irgendwie den letzten paar Jahren gleich mal ab und zu, weil das ist ja doch jetzt wieder überall, dort reagiert er auch auf den Spot in dem Moment. Und es ist immer ekelhaft gsi. Und wenn es so fest und es klingt mega vorgenommen, aber normalerweise habe ich es dann so, dass auch bei Leuten, die ich nicht so mag, ich dann so sehe, ich sehe, dort ist etwas um und bei mir ist so. Aber eben, es kann eben auch sein, dass er dann, weißt du, so, ich glaube es, wenn alle Leute sagen, also erstens mal glaube ich sowieso, wenn es alle Leute sagen, weil es so, nein, ich habe es nie gesehen, aber es kann nicht sein. Aber wahrscheinlich, es kann sein, dass er halt wahrscheinlich auch nochmal anders ist, wenn Kameras laufen. Ja, hundertprozentig. Also ich muss immer schauen, wenn ich so Sachen sage, ich will nichts sagen, wo ich nicht dürfte sagen, weil ich habe sie nicht selber erlebt, sondern es ist mir so erzählt worden. Ja, aber ja, wenigstens ist es dir schon mal erzählt worden, im Gegensatz zu mir, wo ich komplett out of my ass, oder so. Nein, aber ein Kollege ist mit ihm so etwas wie befreundet. Und dann gehen die irgendwie zusammen mit seinen Kindern, gehen sie Ausflüge machen und solche Sachen. Und dann nehmen sie irgendwann einen Podcast auf. Und ab der Sekunde, wo das Mikrofon läuft, ist wird einfach reingeballert, dass Person X dann einfach richtig scheiße da steht und das interessiert den anderen null. Aber dann ist das Mikrofon wieder ab. Und ich so, hey, super schön gesehen, ganz toll. Also es ist wirklich, bei ihm siehst du auch, wie er sich ein Business daraus gemacht hat, einfach so ein Typ zu sein. Für die Öffentlichkeit. Ja. Das finde ich aber schon noch krass. Ja. Also krass finde ich. Und darum ist er sicher ein anderer Typ. Ja, vor allem, also ich habe jetzt nicht mega verfolgt und das, wenn er für die letzte Zeit so mitbekommen hat, die ganze Geschichte, wenn er auf Instagram macht. Ja. Ich habe das mal reingeschaut. Das ist ja absolut unterirdisch. Also weißt du, seine Anklagen, wo er 15 Minuten lang Leute auseinander nimmt und nachher, weißt du, also sowieso das unglaublich langweilige Influencer-Bashing. Also nicht, dass man Influencerinnen und Influencer nicht kritisch sehen kann, aber so das. Es ist halt für ihn ist es perfekt gekommen, dass man wieder so einen grossen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Ja, zum die Leute darf einfach Scheiße finden. In etwas, wo man keine Scheiße finden drin. Genau. Weil das ist ja das, was ihn ein bisschen kaputt gemacht hat nach einer gewissen Zeit. So, irgendwann bist du nicht mehr der junge Freche, sondern wirst du irgendwie irgendwann wirst du 35. Und wenn du dann irgendwie gegen Leute schießt, ist es so ein bisschen, Alter, was ist eigentlich das scheiß Problem? Also, schau doch mal selber. Ja, und der Punkt ist ja der, was macht dich, die Frage ist ja, was macht dich aus? Oder? Und wenn er ja sich, meiner Meinung nach, glaub nicht ist, aber ich müsste mal das Programm wirklich sehen, also ich habe sicher schon Ausschnitt gesehen, weißt du, ich glaube nicht, dass er einfach ein Stand-up-Comedian ist. Also weißt du, wie man ein Stand-up-Comedian merkst du, der hat etwas zu erzählen und das muss nicht ein Inhalt sein, das muss nicht eine Message sein, sondern der hat irgendetwas. Und egal, ob es Luther zwei Zeiler sind oder so. Und was ihn ausmacht, ist eben so, dass on the spot oder mit dem Mikrofon in der Hand oder eben so direkt reagieren und so. Und wenn natürlich so das ganze System rundum eigentlich dir sagt, du bist erst dann sozusagen eine ernstzunehmende Entertainment-Persönlichkeit, wenn du eben, und dann sind wir wieder bei der Late Night, dann halt Late Night machst mit Harald Schmidt, wo du ehrlich gesagt mit dem Set, Mindset und in dem Setting eh nur kannst scheitern. Ja. Oder? Von dem her hat er jetzt wahrscheinlich mit dem ganzen bei Instagram seltsamen, was auch immer das soll sein, es ist ja wirklich so wie eine moderne, also man redet ja jetzt immer so von Cancel Culture und Denunziantentum und so. Yeah. Also wenn ich das irgendwo sehe, dann ist das zum Beispiel ein Oliver Pocher macht das. So eigentlich Hauptberuf mittlerweile. Ja, yeah. So. Eben, und
also er ist halt oft unermüdlich und hat oft immer wieder irgendetwas gesucht und wieder etwas gemacht und dann hat er halt auch mal Bash und Zeugs und Sachen. Und dann ist der Wendler gekommen, der hat ihm geholfen. Und dann das Influencer-Bashing. Und dann ist aber auch noch mit so einem erhobenen Moralin-Zeigefinger am Schluss von wegen, was du machst, ist unter aller Sau. Ja, ja, ich es ehrlich gesagt, also ich habe wenig Leute, die ich, weißt du, sozusagen will aufschauen und folgen und ja. So. Auch das ist ja irgendeine Form von Instanz. Aber wenn ich müsste jemanden nehmen, dann ist es auf jeden Fall nicht der Oliver Pocher. So, und das finde ich das Komische, dass also, der Oliver Pocher sozusagen durch unsere Social-Media-Kanäle schwirrt, yeah. Und sozusagen sagt, was ein anständiges Leben ist. Ja, ja, ja. Es ist aber, das hat ein Kollege von mir gesagt, und seit er das gesagt hat, denke ich nur an das. Nämlich, der Oliver Pocher vertritt eigentlich eins zu eins die Meinung von der Bild. Er macht es oft auf eine andere Art und Weise. Aber er geht eigentlich auch dort auf den grössten gemeinsamen Nenner. Was lesen viele Leute? Und wenn irgendwie ein Bild schreibt, das und das ist scheiße oder das und das ist toll, dann geht er auch in die Richtung. Ja, und er ist sogar von der Art und Weise her genau gleich wie Bild. Genau. Also das Thema ist völlig egal. Yeah. Er könnte in einem Monat genau das Gegenteil sagen, was bleibt. Es ist reine Sensationskultur, was er macht. Oder? Und darum ist es für mich auch... wie gesagt, ich kann ihn ehrlich gesagt seit Jahren nehme ich ihn gar nicht mehr als eine Comedy-Person wahr. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe ihn dort mal wahrgenommen als der Comedian, eben so der freche, schlagfertige auf der Straße etc. und nachher bis und mit Harald Schmidt etc. Und seitdem sehe ich ihn ehrlich gesagt nur noch als also irgendeine Form von Persönlichkeit. Als eben Celebrity, wo jetzt so ein bisschen die anklagenden Moralvideos macht und immer noch, und das ist ehrlich gesagt oft auch so ein bisschen das Ekelerregendste dran, so mit dem letzten Ausrede ist immer noch, dass er gleich noch Comedian ist. Ja, ja, ja. Ist immer noch, du kannst nicht immer noch sagen, ja, es war nur ein Witz gewesen. Und im schlimmsten Fall sagt er vielleicht sogar noch, es ist satirisch gemeint. Ja, und Satire genau. Ist sowieso dann und alles nimmst, gut. Wieso nimmst du das persönlich? Und ja, ja, ich weiß, was du meinst. Was... das muss schnell nachschauen, Christoph. Welches Jahr ist er zum Schmidt? Oliver Pocher. Ja, wenn jetzt Schmidt und Pocher geht. Weil? Das klingt so nach einer Jahrtausendwende. Ja, nein, es ist irgendwie so es ist 2005, 2006, irgendwie sowas, wird es glaube ich gesehen sein. Geiles Bild. weil, ohne Witz, das Jahr, also wirklich, glaube ein paar Monate bevor dann die erste Folge Schmidt und Pocher gekommen ist, ist der Pocher Laudator gesehen beim Deutschen Fernsehpreis. Okay. Und das ist für mich das Video, darum will ich auf herausfinden, welches Jahr, damit, wenn die Menschen... Das ist ab Oktober 2007 zum Schmidt. Ah, doch, so spät. Okay, dann wird's ja, Oliver Sport. Pocher, Deutscher Fernsehpreis 2007 oder vielleicht sogar 2006. Das Video, wo er dort die Laudatio hält, das geht irgendwie 6 Minuten oder so, ja. Das ist für mich das Paradebeispiel von was Selbstvertrauen auf der Bühne kann ausmachen in der Wirkung. Weil ich behaupte, bis heute hat Oliver Pocher nie die grösseren Eier gehabt wie dort. Weil das ist wahrscheinlich so, wenn du eine ganze Karriere anschaust, in seinem Fall, ist das wahrscheinlich der absolute Peak gesehen. Er ist noch nicht beim Schmidt, er geht aber zum Schmidt und weißt, er wird auch so anmoderiert, irgendwie von wegen, eben in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ist er dann bei den Öffentlich-Rechtlichen mit dem Harald Schmidt und so weiter und so fort. Ich glaube, dort bist du wirklich einfach in seinem Fall, wo ja eh wahrscheinlich immer schon recht rot ist, Selbstvertrauen. Ja, Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2007. Also wir schauen es jetzt nicht, weil sonst werden wir wahrscheinlich noch weggezogen, aber wenn man es mal will schauen will, das ist Wahnsinn. Einfach quasi, ich bin jetzt der Grösste ever und es ist wirklich beeindruckend. Also ja. du lernst eigentlich recht viel, wenn du so ein Video schaust. Ja, aber weißt du, das geht ja auf, rein von der Dramaturgie her, oder sozusagen komplett underground-mäßig, so ein bisschen eben, du bist der Neue im Haus und so. Und vor dem Sprung zu den Grossen und eine ganze Szene, die sowieso findet, what the fuck? Ja, und vor allem, was soll das? Oder?
irgendwann kommt so eine, weißt, so eine klassische Publikumsshot von irgendeinem Fernsehboss pro 7 Sat 1 oder was weiß ich. Und er sagt wirklich oft so, er sieht nur schnell, dass der Shot kommt und sagt oft in einer Sekunde danach, das jetzt ein paar Monate nach ein anderer. Weißt du, oft so, bumm, bumm, und das zieht sich einfach durch. Und es ist so, was läuft mit dir? Und es stimmt absolut, weil, weil von der Erzählstruktur stimmt es genau, dass dann der Moment muss sein, oder? Ja, aber ich meine, das ist immer die Frage, oder? Kontext ist alles, also weißt du, auch Kontext für dich als, als Bühnenpersönlichkeit oder als Comedy-Persönlichkeit, woher nimmst du deinen, wie soll man sagen, deinen Drive und deine Einzigartigkeit, oder? Und bei gewissen Leuten ist es so, oder sagen wir mal, wenn es zu fest damit zu tun hat, weißt du, wo du herkommst und wo du gerade bist, wenn das zu fest wenn das zu entscheidend ist, dann ist die Gefahr, dass nachher, wenn du dann irgendwo dort bist, dann ist es halt vorbei. Yeah, also irgendwie muss halt ja der Sprung kommen. Also eigentlich ist es auch darum von der Erzählstruktur richtig gewesen, bis zu dem Moment. Mhm. Wenn nachher, stell dir mal vor, nachher wäre es auch noch geil geworden. Hätte er auch noch wirklich eine geile Show mit dem Schmidt zusammen gehabt. Mhm. Oder sogar, ich meine, es hätte ja grundsätzlich ist alles möglich. Hätte ja auch können sein, dass er so gut ist, dass der Schmidt irgendwann halt aufhört und der Oliver Koch übernimmt. Mhm. Das ist halt einfach nicht passiert. Genau. Oder? Und dann hat er auch Wetten, das gemacht und dann... der Oliver... Aha! Ja. Wer hat was... Wer hat? Dann hat er. Aha, okay. Weißt du, klar, ja. Auf einmal... Weil ich gerade gedacht, hat er. Mm-mm. Weil ich... Weißt, erstens bin ich sehr vergessen. Und nein, er ist immer verklagt worden, wenn er bei Wetten, das auftreten ist. Er ist mal verklagt worden? Was? Ja. Er hat irgendwie... Bei so einer, hast du, glaube ich, irgendwann mal Aussenkorrespondent gesehen? Ja, ein Zuschauer, ein Kandidat, also ein Teilnehmer, ein Außenstehende beleidigt. Genau, und dann hat er... Die Psyche ist völlig fertig gewesen. Er hat als Außenreporter hat er eine das Frau... Das ist ein Crowdwork, oder? Als Außenreporter hat er eine Frau gefragt, ob sie bei der Swan wird mitmachen. Und der Swan ist mal so eine unsägliche Sendung gesehen von ProSieben, wo irgendwie Menschen sich Schönheitsoperationen unterziehen. Mhm. So, ja, und die hat natürlich dann, die hat dann natürlich verklagt, logischerweise. Ja. Und hat, weiß nicht, ich glaube 60.000 Euro gekriegt oder so. Also, fair. Jo, das finde ich gut. Musst du auch machen. Nein, aber ich glaube, aber das ist gut, das erinnert mich nämlich daran, was mein Problem schlussendlich bei ihm ist. Was ein grundsätzliches Problem bei so einer Art von Comedy kann sein, wo eben zum Schluss sagst, dass es live offensichtlich funktioniert. Mhm. Oder, ja, aber dort haben ja Menschen Geld gezahlt, um das zu sehen. Ja, stimmt. Aber grundsätzlich, wenn man es auch abgesehen von dem ganz von außen sachlich betrachtet, ist einfach so, wie lange ist es noch irgendwie eine Form von Satire, von Comedy, von dieser Art von Spott und wenn, ist es einfach nur eine Beleidigung. Genau. Wie lustig ist es noch, jemandem einfach noch zu sagen, hey, hoi, du bist ja hässlich. Ja, ja. Und dann ist es vielleicht noch kurz lustig und wenn es aber bei dem bleibt, dann finde ich, eben dann ist es einfach so, okay, dann ist deine Substanz ist... Beleidigung und durch das eigentlich eben auch Selbsterhöhung. Mhm. Also es hat halt immer ein bisschen damit zu tun, dass dann so, du musst dir so wichtig sein. Weißt, und dort ist eben auch, dass mit Furchtlosen da unterschreibe ich völlig, oder? Ich meine, zum Beispiel, ich bin das völlig nicht. Ja. Also ich habe Angst vor grundsätzlich, weißt du, auf der Bühne, mittlerweile mache ich es ein bisschen mehr ab und so mal auch ein bisschen improvisieren oder auf etwas reagieren. Aber eigentlich ist das meiste, was ich mache, schon vorbereitet und dann schaue, was passiert. Oder? Von dem her habe ich eine große Bewunderung für Furchtlosigkeit. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen Furchtlosigkeit und einfach ultimativer Selbstverliebtheit, wo einfach alles außer du ist egal. Mhm. Oder? Und das geht gerade im Entertainment-Bereich geht das natürlich noch sehr lang gut. Weil, also, auch im negativen Sinn, aber auch im positiven Sinn, weil das muss man ja ein bisschen sein. Also man muss ein bisschen das Ganze bigger than life und so verkörpern. Yeah. Aber wenn du einfach so, wenn du einfach nur noch ein Arschloch bist, dann ist es nicht mehr gut. Definitiv. Und ich meine, was ich noch spannend finde, ist, dass gerade du dich auch extrem mit dem beschäftigt hast, weil du ja für Tabu hast müssen, eben nicht Randgruppen beleidigen, aber sie halt ein Stück weit gleich roasten und Witz über sie machen. Mhm. Und dann kommst du auf einmal extrem in das Gefilde. Eben, stelle ich mich noch jemand drüber oder tue ich jetzt als Außenstehende probiere in die Welt einzutauchen oder bleibe ich Außenstehende? Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Ebenen in deinem Kopf dort abgegangen sind. Aber gerade eben, wenn man nicht die Furchtlosigkeit hat, sehe ich es zum Teil noch als schwierig. Mhm.
wo anzufangen und wo aufzuhören? Ja, weil ich nicht furchtlos bin, mache ich mir sehr viele Gedanken. Mhm. Oder? Also nicht, dass ich die ganze Zeit am Rumhirnen bin, aber wenn ich furchtloser wäre, würde ich mir ein paar Gedanken nicht machen. Ich komme lieber von dieser Seite her. Natürlich ist das Negative, wenn du nicht so furchtlos bist, ist, dass du dich eventuell ein bisschen verkopfst, ein bisschen länger brauchst, ein bisschen gewisse Sachen nicht gemacht hast, die du vielleicht jetzt können machen können. Yeah. Aber dafür, das, was du machst, kannst du dann komplett dahinterstehen. Mhm. Und gerade wenn es um Tabu geht, dort hat es eigentlich nur eine wichtige Frage gegeben. Das Konzept selber ist so klar gewesen, darum habe ich auch sofort zugesagt und auch, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das heikel ist. Mhm. Also weißt du, wenn die Leute fragen, das kann aber auch noch schwierig sein, weißt du, so für Karriere, was auch immer, und ich so gefunden, nein, weil das Konzept ist mega klar, du gehst mit diesen Leuten in die Ferienwohnung, in das Ferienhaus und verbringst Zeit mit denen und dann gibt es genau das, was sowieso die ganze Zeit auf der Welt passiert, du machst die ganze Zeit Witz. Mhm. Und wenn ich mit einem Rollstuhlfahrer unterwegs bin, dann wird es irgendeinen Witz über das geben. Wahrscheinlich zuerst von ihm, yeah, weil er die meisten schon kennt. Also er kennt wahrscheinlich die besseren Witze als ich, yeah, bin mir sicher. das heisst, das passiert sowieso. Die einzige Frage, die ich mir haben stellen musste, oder wo ich mir einfach musste, das Einzige, was ich mir ein bisschen vorgenommen habe, die einzige Gefahr, die ich gesehen habe, ist, dass ich meine, ich muss jetzt der Krasseste sein. Das war die einzige wirkliche Gefahr. Mhm. Und das ist auch das, wo ich, wenn ich noch etwas gehört habe in die Richtung, dass teilweise Leute gefunden ja, es ist jetzt ja doch nicht so scharf gewesen. Aber das ist so eher in die Richtung. Mhm. Und ich habe halt immer gesagt, mein Ziel von dieser Sendung war nie, gewesen, den gemeinsten Witz über Dicke zu machen. Mhm. Sondern ich mache Witz über Dicke, über uns als Gesellschaft über Dicke und genau das Gleiche mit Leuten, die Krebs haben oder was auch immer. Mhm. Das Thema ist wichtig und es geht nicht darum, dass ich jetzt, weißt du, auf der einen Seite kannst du sagen, es ist mega heikel, dass du das machst. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, mega super, ich habe jetzt einen Freipass, oder? Ich ja, darf ja jetzt, das Konzept, gesagt, ich darf das Konzept erlaubt. Ja, das SRF ja hat gesagt, ich darf, mhm, also jetzt darf ich. Ja. Und das finde ich eben, ganz abgesehen von der Sendung, ist das grundsätzlich ein Problem, wenn es um Satire geht, dass manchmal dann, weißt du, Satire darf keine Ausrede sein, zum Fool sein. Yeah. Man darf nicht auf einmal einfach schlechtere und langweiligere und flachere Witze machen, nur weil das Thema selber so, schon so viel Juice hat. Oder? Mhm. Und ich glaube, das kennt jeder von uns aus eigener Erfahrung, mit egal wann er hat, ob er sich irgendwie zu dick fühlt oder Migrationshintergrund hat oder was auch immer. Bei mir zum Beispiel so war, ich bin ja ein halb Italiener und das heisst, in meiner so Kindheit, Jugend, hat es natürlich auch über das Witz gegeben, niemals so krass wie jetzt über andere Migrationshintergründe. Yeah. Und so. Aber dort hat es irgendwie auf den Moment gegeben, bei einem, wo nicht aufgehört hat und einfach nicht besser geworden ist, weil sie ihm einfach gesagt hat, du kannst schon Witz über das machen, aber wenn du es machst, gib das ein bisschen Mühe. Mhm. Bitte, es ist einfach langweilig. Natürlich verletzt es auch oder was auch immer. Ihr so Sachen schon relativ früh gesagt, I'm no fun at parties, schon seit sehr langer Zeit. So, nein, aber also ich bin echt schon relativ früh gewesen in so deeskalierendem Spielverderberverhalten für Bullies. Yeah. Also zum Beispiel, yeah, wo ich von der 6. Klasse, oder das ist ja noch Primarschule, oder, zu der Oberstufe gekommen bin, dann hast du eine neue Klasse, oder? Mhm. Und dort fängt es eigentlich an mit, weißt, Pubertät und yeah, yeah, Frauen. Und, so. Und ich war dort mal so ein bisschen mollige, aber easy mit allen und so. Und jetzt hat einer gehabt, der ist einfach so wie, in Amerika wäre das der Quarterback gewesen. Aber der ist einfach so, ist gross, sieht gut aus, athletisch, spielt Tennis, wer hat schon Tennis gespielt? Das ist einfach, yeah, ist einfach alles zusammengekommen, er ist der Coole. Der Highschool-Stud. Ja, genau, oder? Und der hat irgendwie angefangen, sich über mich lustig zu machen. Mhm. Oder einfach lästern. Und dann hat es irgendwann den Moment gegeben, natürlich in der Garderobe, wo man natürlich auch sieht, dass ich nicht Tennis spiele. Gut, also, oder was auch immer. auf jeden Fall hat er irgendwie einfach so zu ein paar Dudes von der Klasse so angefangen, über mich zu reden. Und ich habe es natürlich gehört und das war wahrscheinlich auch das Ziel gewesen oder so immer. Yeah. Und dann bin ich zu ihm angegangen und habe gesagt, lass zu, Roger. Das war der Roger gewesen. Der Roger. Der Roger. Schau, Roger, du magst mich nicht, aber das ist nicht so schlimm, weil ich mag dich auch überhaupt nicht. Und es ist, glaube ich, einfach am besten, wenn wir ab jetzt so wenig wie möglich miteinander zu tun haben.
Und eben, wie alt bin ich da gewesen? So Anfangs-Teenies. Natürlich, ich würde weglaufen wie so shaky, shaky, oder? Aber es war super gewesen, weil er ist natürlich völlig baff gewesen. Mhm. Und nachher, das Lustige daran war, die Klasse war komisch gewesen. Die Jungs haben, das ist natürlich ein bisschen genderstereotypisch, aber das war da einfach so gewesen. Im Gegensatz zu, normalerweise denkt man immer, Frauen dann lästern und so, und die Jungs und so. Und die Jungs haben mega übereinander gelästert. Also so wirklich so Zickenkrieg-mässig, so über den kleinen Bruder vom anderen und so. Yeah. Das heisst, irgendwann haben die untereinander so viel Streit gehabt, dass ich mit dem Roger fast noch am besten rausgekommen bin. Oft, weil du neutral gewesen bist. Weil wir einfach so ganz normal, wie normale Menschen miteinander geredet haben, ohne dass wir uns Gedanken müssen darüber machen müssen, ob wir es cool finden, weil wir es bereits gewusst haben. Oder? Yeah. Also das heisst, irgendwie, ich bin froh, dass ich das dort mal so gemacht habe, weil ich glaube, es gibt immer so Momente, teilweise im Leben kleine Momente, wo dich prägen. Und mich hat irgendwie geprägt, dass ich das dort gerade angebracht habe. So ein bisschen aus Glück auch. Im richtigen Moment das Richtige gesagt. Und es hat funktioniert. Mhm. Dann habe ich gemerkt, weißt du, es gibt ja eine gewisse Kraft, dass du noch findest, ah, das ist eine Lösung, oder? Ja, ja. Und eben genau so ist es eben gewesen, und Sepp war eben ein bisschen früher gewesen, schon mit der Italiener-Witz und so. Mhm. Und eben, was Tabu und ganz allgemein Satire anbelangt, ist halt wirklich das Missverständnis, dass, wenn es um heikle Themen und all die Ismen geht, das Missverständnis, dass man muss den krassesten Witz machen. Ja. Ich finde einfach, der krasseste Witz sollte nie grundsätzlich einfach tabu sein, sondern man sollte bis dorthin alles probieren, um zu dem zu kommen. Aber auf dem Weg und vielleicht sogar noch am Schluss immer noch die Option im Hinterkopf haben, vielleicht doch nicht. Ja. Yeah. Vielleicht machen gleich nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist nicht eine Schwäche und das ist auch nicht im Sinne von, oh, ich habe mich jetzt zensieren lassen oder habe mich selber zensiert, sondern es ist einfach, vielleicht bin ich nicht der Typ für das. Das ist genau das, was ich jetzt auch sagen wollte, weil bei mir ist die Entscheidung, die ist mittlerweile, die ist so simpel, nämlich, ich fühle mich nicht wohl damit. Fertig. Und das ist schon sehr früh losgegangen. Ein krasser Witz schreibe ich noch so gern. Aber es muss irgendwie sich richtig anfühlen. Ja. Und ich weiß noch, wo wir zusammen an dem Roast gesehen sind, im Casino-Theater, habe ich so, logischerweise gewusst, wer alles dabei ist. Und dann habe ich so gedacht, ah, shit, soll ich die jetzt bringen oder soll ich die nicht bringen? Und ich habe gefunden, ich will es auch eher klassisch machen mit einfach so plus minus geile One-Liner. Mhm. Ja, ich baue da nicht irgendeine Narrative auf, ich baue keine Geschichte, ich will keinen roten Faden, sondern ich will einfach möglichst geile One-Liner. Und dann hast du gleich so ein paar, wo du findest, aber es muss eben wie für alle Beteiligten auch in Ordnung sein und klar sein, dass es in Ordnung ist. Und durch das muss es auch für das Publikum in Ordnung sein, weil der Kontext ja mega wichtig ist. Man sagt, du kannst nicht einfach so einen Witz machen. Weil eben dann fühle ich mich nicht wohl damit. Ja, aber in diesem Kontext finde ich dann auf einmal, da geht's. Weil ich weiss, du bist in Ordnung. Also für dich ist es in Ordnung, wenn ich einen Joke über deine Warze mache. Oder was auch immer. Und für den Büssi ist es in Ordnung gesehen, wegen seiner Krankheit. Und so weiter und so fort. Also du hast ja dann alle diese Themenbereiche. Und der Gabriel hat aus mir irgendein Pedo gemacht, wo einfach immer irgendwie bei der Schule rumhängt. So. Yeah. Und dann bist du so, aber mit dem bin ich okay. Weil ich weiß ja, dass es nicht stimmt. Yeah. Und wir haben abgemacht, das ist in Ordnung. Also, aber es muss ja dann wie das Einverständnis geben. Und bei anderen Sachen kann es dann eben ein krasser Witz sein, wo du das nicht weißt. Ja, eben das eine ist auf jeden Fall der Kontext. Darum kann man natürlich auch weder einen Roast vergleichen mit einer anderen Veranstaltung, noch den Roast auch mit einem Tabu, weil es natürlich auch nicht das Gleiche ist. Nur schon darum, weil ich der Einzige bin, der den Witz macht. Also es ist schon von der Ausgewogenheit schon nicht das Gleiche. Und beim Roast, eben, Kontext ist wichtig, aber du darfst dich auf dem Kontext nicht ausruhen. Und das ist das, was ich mit Faulheit meine. Oder mit weniger daran arbeiten, weniger Aufwand betreiben. Weil zum Beispiel, wenn du sagst,
du willst einfach mega gute One-Line und es gibt auch noch ein paar, wo du nicht recht weißt, warum. Und das sind mehrere Gedanken, die du dann hast, nämlich auch das Abwägen, wie lustig ist es? Yeah. Wie lustig im Verhältnis zu wie beleidigend? Mhm. Und nicht, dass das immer sozusagen so, wenn der Witz einfach lustig ist, ist egal wie beleidigend. Es gibt keine klare Regeln. Yeah, yeah. Aber ich habe es ja trotzdem schon gesagt, oder? Du hast einen mega guten Roast-Auftritt gemacht, den ich erstens mal gefunden habe, er ist so, aber wirklich, für mich ist der klassischste und weißt, roastigste Comedy Central Roast-Auftritt vom Abend. Yeah. Und es hat mega funktioniert. Und ich glaube eben auch durchaus aus dem Grund, weil du so eigentlich von der Seite Wohlfühl kommst und dann da rein und dann das machst und das hat, man hat das gespürt. Mhm. Oder? Und gleichzeitig habe ich nie das Gefühl gehabt, weißt du, irgendwie, dass du dich irgendwie ausrubst darauf, dass jetzt einfach, jetzt darf ich ja, oder? Eigentlich hätte ich das immer auch, das habe ich immer schon mal an einer anderen Stelle gesehen, sag mal, bei einer Slam-Meisterschaft, die deutschsprachige Meisterschaft, da gibt es immer so verschiedene Rahmenveranstaltungen. Mhm. Und dann hat es einmal die nicht so gute Idee gehabt, um einen Roast zu machen. Mhm. Und es ist so ein bisschen ausgeartet. Es hat einen gegeben, der ist so ein gemögiger, liebe sich und mega lustig, mhm. Rapper, darum auch Battle erprobt und alles und gute, lustige Witze, gute Texte und so und ist dort angekommen und du hast einfach dem Zuglück und hast gefunden, oh Scheiße, das ist jetzt bist du einfach nur ein Arschloch. Es ist nicht mehr lustig, du bist nur ein Arschloch. Der ist so überfordert, der hat auch nicht so, dass du das Gefühl hast, dass er jetzt Freude hat an dem, sondern einfach so. Und der hat einfach tatsächlich, ich weiß nicht, ob er sonst noch ein Problem gehabt, aber der hat einen Zusammenbruch auf der Bühne gehabt. Der ist auf der Bühne, der hat angefangen zu lallen und irgendwann hat man müssen gestützt werden und ist dann ab der Bühne, weil einfach so, das ist das krasseste Meltdown, den ich je gesehen habe. Scheiße. Und dort ist eben genau das gewesen, dass jemand dann das Gefühl gehabt und weißt du, so, jetzt muss er. Und das ist das, was ich meine, es muss auch nicht jeder. Eben, das, wo, weißt du, was du sagst, so die Entscheidung, die du triffst, das heisst nicht, dass du niemals wirst einen krassen Witz machen oder so, yeah. Aber es wird in deinem Kontext und in deinem Universum wird's aufgehen, weil sonst machst du nicht, weil du dich nicht wohlfühlst damit. Mm-hmm. Und andere sind mega krass und dort weisst du es auch. Mm-hmm. Und dort passt auch viel mehr rein. Manchmal, eben, wie gesagt, bist du nicht die richtige Person. Ich habe auch schon Witz geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, so wie er jetzt da steht, geht locker. Aber das sagt, müssten sagen. Oder die sagen. Genau. So. Oder? Das habe ich mega oft. Und bei anderen Sachen ist bei mir so, ich habe zum Beispiel gerade vor kurzem ein Neujahrsrede geschrieben für die Sonntagszeitung. Mhm. Und dort ist es um den Tod gegangen, weil immer alle das ganze Jahr lang viele gesagt haben, der Tod gehört zum Leben dazu. Und haben so getan, als wären sie irgendwie jetzt die neutaufte Philosophen. Oder? Und ich wollte das aufnehmen und über den Tod reden. Und dann ist mir irgendwann einfach das Thema Bungee-Jumping in den Sinn gekommen. Weil ich dann halt so gesagt habe, ja, der Tod gehört schon zum Leben dazu, aber Leben finden wir schon geiler. So, wir tun schon lieber leben. Darum ist beim Bungee-Jumping ist darum so erfolgreich, wegen dem Gummiseil. Mhm. Oder? Und nachher ist mir einfach in den Sinn gekommen, wie ist nach Bungee-Jumping erfunden worden? Und dann so, von Selbstmörder. Weißt du, und dann fängt es an zu überlegen, oder? Du bist noch nicht, es ist nicht im Text drin, es ist einfach so eine Überlegung im Kopf. Yeah. Aber das wäre ja mega, wie tragisch, oder? Dass einen Selbstmord macht und im Flug merkt so, das wäre eigentlich noch fuck. Oder? Oder hat jemand den Selbstmörder beobachtet und denkt von der, ja, so und so viel Prozent von der Tätigkeit sind eigentlich gar nicht so schlecht. Yeah. Am Schluss müssen wir noch, weißt du? Und dann habe ich die Gedanken gehabt, habe sie aber. Und vielleicht bin ich da manchmal ein übervorsichtig, so noch zu sehr zu heikel gefunden für nur, das ist ja noch lustig. Mhm. Weil ich habe im Kopf dann sofort, ja, und wenn jemand als Angehörige hat, was selbst mal gemacht hat, und jetzt kommt da irgend so nur ein Spassvogel und finde es lustig, Bungee Jumping ist ja wie, oder? Und dann habe ich lang daran überlegt und habe es nachher dann, weil ja, der Ausgangspunkt war das mit dem Gummiseil und mit, man lebt ja eigentlich lieber, habe ich das einfach ausgeschmückt als Szene von denen, die Bungee-Jumping anbieten. Nämlich, wenn die kommen und sagen, hey, weißt du, wie Bungee-Jumping erfunden worden ist? Und dann anfangen so die mega schlimmen Witze zu sagen. Yeah. Und dann ist es fertig. Und dann ist das Beispiel für, wir wissen schon, dass der Tod zum Leben dazugehört. Mhm. Aber
muss man es jetzt nicht die ganze Zeit unter die Nase reiben. Ja. Ich merke schon, das merke schon selber, oder? Und dort habe ich einfach wieder gemerkt, dass es, zumindest eben für mich, vielleicht hätte es auch sonst funktioniert. Vielleicht finden die Leute teilweise ein bisschen übertrieben, dass ich das so fest will kontextualisieren, dass es dermaßen aufgeht. Aber das ist genau das, was ich meine. Ich hätte auch, wenn ich es nicht angebracht hätte, hätte ich das auch einfach weglassen. Ja. Und weil es geht genau darum, und das ist die letzte Frage, die du musst stellen immer, ist, wenn ich das auf der Bühne sage, und noch schlimmer in einem Video, weil dann ist es aus. Und das ist auf der Bühne, aber yeah, bei uns dann, sagen wir mal, 10 Zuschauer, aber wenn es auch 50 sind oder was auch immer, es ist ein Abend, nachher kommt jemand und sagt, Und auf der Bühne noch schnell kannst du ja auch immer noch reagieren auf die Reaktion. Und eben darum funktioniert live ja viel mehr. Ja. Weil du merkst dann, ah, das ist nicht zu weit gesehen, das hole ich jetzt so und so zurück. Genau. In einem Video ist es definitiv Strich drunter, genau so ist es. Ja, und darum ist es eben auch, und dort ist eben der Kontext mega entscheidend. Wenn ich zu einem Open Mic gang, irgendwo in Zürich, in Bern, wo auch immer, und jemand ist auf der Bühne, probiert Zeug aus und dann kommt so etwas. Und sie ist nicht gut. Und sie ist einfach nur daneben. Dann kannst du das entweder direkt im Act sagen, als Heckler, oder kannst du es nachher sagen, oder kannst du einfach sagen, das habe ich scheiße gefunden. Aber es ist halt auch ein Open Mic, oder? Und vielleicht ist das etwas, ausprobieren. Teil vom Prozess. Und irgendwann, oder? Und es gibt auch verschiedene Prozesse. Bei mir ist zum Beispiel so, weil ich so wenig vom Stand-up komm, wie die meisten von uns ja eigentlich, wir ja fast nicht können von Stand-up kommen, weil es das einfach die Open Mics so lange nicht gegeben hat. Oder? Und wenn ich von Slam herkomme, ist natürlich logisch, dass ich sehr viel mehr Sachen schreibe. Ja. Und dann, obwohl man kann sagen, Slam ist auch ausprobieren und so, aber trotzdem habe ich sehr fest vom Schreiben. Das ist mein Prozess. Das heisst, wenn ich etwas auf der Bühne mache, dann kann man davon ausgehen, dass ich mindestens finde, ist okay. Das darf ich. Dass es definitiver ist als eben bei einem Open Mic. Ja, einfach mal Ramblings. Ja, oder weißt du, auch in Talks oder so. Also, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mir ein bisschen Angst habe vor Live-Situationen, Impro etc. Wo ich angefangen habe, im Casino-Theater den Kaiserschmarrn moderieren. Ja. Wo ja so eigentlich auch wie eine Late Night ist, einfach noch ein bisschen mehr, so fast ein Kabarett-Variete schon ein bisschen. Und eben zwei Talks. Und ich habe mega Angst vor den Talks. Weil ich gehe immer davon aus, ich gehe auf die Bühne und ich stelle eine Frage, sie ist dumm, die andere Seite, die Frage ist dumm und ich weiß nicht mehr. So, das ist meine Einstellung. Und nachher kommt es immer okay. So. Ja. Und aber wenn ich dort, weißt du, mal einen Spruch mache, weil mir einfach gerade so in den Sinn kommt, es ist jetzt noch nie etwas Schlimmes passiert, aber ich würde mich auch natürlich immer entschuldigen für so etwas, weil ich gerade würde sagen, gerade darum würde ich sagen, ja, das ist jetzt halt rausgerutscht, oder? Yeah. Aber gleichzeitig kannst du nicht nach dem gleichen System dann etwas kritisieren, was eben einfach mal so in einem Gespräch passiert ist, weil wir wissen ja alle, was für Blödsinn und schlimme Sachen wir schon gesagt haben. Ob, weißt du, privat? Typischer Moment, du bist im Zug, redest mit irgendjemandem über irgendjemanden, und es ist noch nicht mal schlimm lästern, sonst wird einfach nur klar. Aber die Person ist... Die ist direkt hinter dir, oder? Das ist genau das. Und dann, klar, also ich meine, das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich ein Video gemacht hätte und gesagt hätte, ist schon klar, aber das finde ich ja zum Teil aber auch, du hast mal Cancel Culture erwähnt und so, das finde ich zum Teil dann auch schlimm, an dem, man hat mal irgendwann irgendjemand etwas gesagt und aufgrund von dem sollte man die Karriere verlieren. Weißt? Ja. Weil in dem Fall merke ich ja auch bei mir, also der Podcast hilft natürlich nicht, du kannst sicher irgendetwas nehmen, was ich mal vor 20, 30 Folgen gesagt habe und irgendwie noch ein bisschen einen anderen Kontext tue, hilft sicher schon mal nicht. Aber noch krasser finde ich eben die Bühnensituation, höre ich einen Auftritt von mir und eben dann ist Impro. Und dann sage ich etwas und ich denke, boah, das hast du wirklich gesagt? Aber ja, weil eben der Kontext für diese Situation, keine Ahnung, mit dieser Person irgendwie schon 10 Minuten geredet und ich weiß, wie sie es versteht und wie die Leute aufnehmen und so weiter und so fort. Also das Setting ist dann so einzigartig und einmalig, dass wenn du das dann von dort schon nur wegnimmst und ich nachher im Auto heimfahre und ich dann irgendwie manchmal los, was ich da im, eben quasi im Film, in dem
keine Ahnung, wie man das nennt, heightened state of bla bla, rauslasse, denke ich so, habe ich das jetzt wirklich so gesagt? Dort, oh shit. Und dann wieder gerade aber merke, aha, aber ich weiß ja noch, wie es sich angefühlt hat für mich, wie es sich wahrscheinlich angefühlt hat für die Leute, wie die Reaktion war. Ja, ist okay. Aber allein schon nur der Moment ist dann quasi vergleichbar mit dem im Zug hocken und man überlegt ja auch nicht immer gerade alles bis zum geht nicht mehr. Und die Grenze zu finden von, warum habe ich dort etwas gesagt und ist das bewusst gewesen oder warum habe ich dort etwas gesagt und ist es einfach so passiert? Ja, ja. Aber ich meine, das gehört ja alles dann dazu. Genau. Also für mich ist zum Beispiel Cancel Culture ist einfach für mich bis jetzt, finde ich, die Bewegung, sozusagen die Angst vor Cancel Culture, finde ich höchst hysterisch. Weil es gibt schon gewisse Beispiele, wo du kannst finden, so, ja, da muss man, und so. Aber im Großen und Ganzen gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn du irgendwo etwas gesagt hast, ob in einer Nummer vor 10 Jahren oder in einem Gespräch vor 2 Wochen oder was auch immer, und jemand findet so, ich bin nicht einverstanden, du hast immer noch die Möglichkeit, um dich rechtfertigen. Also ist ja nicht, weißt du, zum Beispiel, eins von den Lieblingsbeispielen war ja das mit dem Kevin Hart gewesen, oder? Mit, glaube ich, einem Tweet von 7 oder 8 Jahren oder noch mehr, 10, 12, wo schwulenfeindlich war, und er sich dort mal den entschuldigt hat und nachher ist seine erste Reaktion ist halt so fest gewesen, oh Mann, muss ich mich nochmal entschuldigen, dass das nachher so, hast du seine Doku gesehen, oder sogar noch Netflix-Doku gehabt, so viel zur Cancel Culture. Nachdem er sozusagen, natürlich, das mit der Oscar-Verleihung, natürlich hätte er das nicht machen können, aber ja, du hast dafür eine eigene Netflix-Show können, praktisch um das Thema umbauen. Und dort hat das ganze Management, so seine Homies, die er hat, oder, haben ja alle so gesagt, sie hätten das gesehen und alle gefunden, fuck, wieso bist du nicht zu mir gekommen und hast mich gefragt? Ja, weil er aus dem Bett raus einfach mal schnell eine Story raushaut. Und das ist ja die Frage. Und ich meine, wenn ich das so sage, dass ich einen Witz finde und hysterisch, dann tun sie immer so, als ob man irgendeine Seite einnimmt. Ich finde es relativ sachlich, wenn jemand irgendeine Form von Kritik hat, dann kann man immer noch darauf eingehen. Und dann ist deine Entscheidung, ob du darauf eingehst oder nicht. Und ich meine, ich komme auch viele verschiedene Kritiken über. Und ich kann nicht sagen, dass ich auf jede reagiere. Oder wenn irgendjemand einfach kommt und sagt, ja, du bist eh irgendwie ein SRF-Günstling und eine linke Zecke oder was auch immer. Denn. Ja, okay. Aber ich meine, zwischen das Tabu ist ein mega gutes Beispiel gewesen, wo ich die Sendung über Adipositas gemacht habe. Ja. Und dort ist es so gewesen, dass alle Beteiligten sind so das, sagen wir mal, die klassische Version gewesen von Leuten mit Adipositas, nämlich, dass sie mega viele Diäten gemacht haben, dass sie sich so ein bisschen schämen und dass sie aber trotzdem mega Mühe haben mit der Gesellschaft, bla 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 bla. Dann haben wir das gemacht, auf dem basierend habe ich Witz gemacht und nachher ist eine Nachricht öffentlich auf meinem Profil gekommen von einer, so einer Gruppe von vor allem jungen, dicken Frauen, die halt jeden wirklich mir vorgeworfen haben, dass ich ein veraltetes Bild habe und so, weil es gäbe jetzt schon seit längerem eine Bewegung, wo fett und dick und reclaimen und dass sie so ein bisschen stolz drauf sind oder beziehungsweise auf eine andere Weise damit umgehen und sagen, ja, nur weil ich dick bin, heisst es das nicht, dass ich ungesund bin. Leute, die dünn sind, sind auch ungesund, was auch immer. Und ich hätte das können komplett ignorieren, weil es eine mega kleine Gruppe war. Und ich habe es aber, und das ist, glaube ich, mein wichtigster Punkt, ich habe es interessant gefunden. Ich habe schon zuerst mal findest so, oh Mann, echt? Ich meine, ich habe doch eine Sendung über Adipositas gemacht und jetzt kommst du und sagst, ich habe es falsch gemacht. Das ist ja, das ist eben das Hauptproblem, dass wir uns immer, gerade je privilegierter das man ist, desto mehr hat man so das Gefühl, aber ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Und jetzt ändert immer noch etwas, oder? Aber eigentlich ist es dann, ab dem Moment, wo eine Kritik irgendeine Art von Kalt hat, ist es interessant, um damit umzugehen. Also es ist interessant, zum Beispiel, sie haben sich gestört am Begriff, nur schon am Begriff übergewichtig. Und sie sagen mehrgewichtig. Und meine erste Reaktion, gerade als Comedian, oder, ist irgendwie so, übergewichtig und mehrgewichtig, heisst doch genau das Gleiche. Das ist wirklich meine erste Reaktion, wo ich so, die erste Reaktion einfach lächerlich. Aber ich schreibe nicht zurück, fick dich, das ist lächerlich. Sondern ich überlege halt und merke nachher, aha, übergewichtig ist aufgeladen, gibt es schon mehrgewichtig, haben sie selber für sich erschaffen. Ich bin nicht der, der muss beurteilen, wie sinnvoll, was auch immer das ist, aber ich kann es verstehen und ich kann damit umgehen. Und das ist so ein mega kleines Problem. Oder? Aber wenn uns die Themen interessieren
Und da sind wir wieder beim Punkt, ist man die Person, wo man das macht oder nicht? Und wenn mich die Themen interessieren, dann ist für mich das Thema nicht abgeschlossen, nachdem ich mit 3 ProtagonistInnen das gemacht habe. Sondern wenn jemand kommt und sagt, übrigens, das ist übrigens noch eine wichtige Komponente oder was auch immer, mhm. finde ich so, ah. Und zwar einerseits aus dem Interesse und andererseits, das ist ja alles Substanz und Potenzial für ein neues Zeug. Das auf jeden Fall. Es ist aber wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen, ich will nicht sagen ein Sackgasse, aber ein bisschen Einbahnstrasse zumindest. Weil, jetzt kann natürlich eine andere Gruppierung kommen und sagen, wir empfinden das Gegenteil, mhm. wir finden übergewichtig viel besseren Begriff als mehrgewichtig aus dem und dem Grund und wir tun es für uns reclaimen. Also dann bist du irgendwann bist du in dieser Zwischenwelt. Nein, dann bin ich dus. Nein, dann bin ich dus. Aber wirklich. Ja, im besten Fall. Das ist das Beste überhaupt. Dann habe ich zuerst das gemacht. Ja. Dann bin ich kritisiert, dann habe ich das gemacht. Dann kommen die anderen und sagen, schau mal, wie lustig. Ja. Weil das ist ja lustig. Ja. Das ist ja wirklich lustig. Und weißt du, auch das meine ich mit zum Beispiel, was mich irritiert, einige auch grosse amerikanische Comedians zurzeit, oder zumindest in den letzten paar Jahren, ein bisschen Bill Burr, Dave Chappelle etc., ihre Unfähigkeit, zum Thema Trans an sich auseinanderzunehmen und etwas Lustiges daraus zu machen, höre ich nicht von ihnen Lustiges. Ich höre 80%, was sie über das Thema sagen, ist, ja, man darf gar nicht mehr sagen. Dabei kannst du doch... Gang doch in das Thema rein, wenn du willst. Oder sonst lass einfach weg. Aber so als absoluter Überstar, der alles darf, der alle Möglichkeiten hat. Bill Burr, sein Special irgendwie, das letzte Netflix-Special hat, glaube ich, in London aufgenommen, wo er auch noch so, fast noch so sagt, ja, in Amerika kann ich das nicht mehr machen. Also, please, echt. Und also, die ersten 15 Minuten sind wirklich nicht gut. Weil er die ganze Zeit nur am Jammern ist. Und der Bill Burr jammert eigentlich nicht. Mhm. Der Bill Burr hat also in all diesen Talks, oder all die, sicher auch alle gesehen, Conan O'Brien, wo immer. Und er ist immer auf dieser Rasierklinge, er sagt irgendetwas, wo alle im Raum so. Und dann redet und es ist irgendwie immer genug gescheit und lustig und mit seiner Person irgendwie verwoben, dass es aufgeht. Yeah. Und dann ist er gut. Aber in diesen 15 Minuten, wo er so über alles redet, wo er halt nicht darf, findest du einfach so. Also nicht nur, dass er es nicht darf. Also ist irgendwie nicht, dass ich finde, dass das Problem ist, sondern ich finde es technisch und vom Schreiben her und von den Jokes her einfach weniger gut als andere, weil sie sich ihrer grössten Stärke berauben, nämlich genau das, Themen auseinanderzunehmen. Aber sie kratzen noch so ein bisschen an der Oberfläche und provozieren noch ein bisschen. Also, Disclaimer, ich liebe den Bill Burr über alles. Ich finde den auch super. Find sensationell. Ich habe genau das Special, das ist halt noch kein Special gesehen, aber ich bin in Berlin geschaut, wo er das Material gespielt hat. Und in einer Stunde 40 wirkt es nochmal anders als vielleicht mit den ersten 15 Minuten. Yeah. Weil für mich wirklich das Erste, was ich so als Feeling hatte, als ich nachher rausgelaufen bin, ist so krass. Am Anfang denkst boah, jetzt übertreibt das fast ein bisschen und setzt dann aber in einem größeren Bild das eigentlich wieder in Kontext, so wie er in dieser Welt navigiert mit seiner Frau. Ja, ich weiß, was du meinst. Also mein Eindruck war, nach diesen ca. 15 Minuten ist es immer besser geworden. Und nachher ist es einfach so gewesen, wie immer. Yeah. Also er macht mega gut. Kann auch sein, dass man kann sagen kann, dass es irgendwie in der Gesamterzählung den weißt du, sozusagen ein bisschen wieder sich gegenseitig aufgreift oder ein bisschen aufhebt und so. Aber es ist trotzdem, dass für das Programm hat es den ersten Teil einfach gar nicht gebraucht. Ja, und zum anderen, was du gesagt hast, einer meiner absoluten Lieblingsjokes ever ist von Bill Burr über Trans, wo er sagt, er ist völlig dafür, wo es um Sport geht, wo sie sagen, dürfen Transmenschen auch für das andere Geschlecht sozusagen oder dann ihres aktuelle Geschlecht dürfen sie dann antreten. Und dann sagt er wahrscheinlich bei allem dafür, außer bei Kampfsport. Weil dort sieht sie dann auf der Ungleichheit, was sagt er irgendwie, that's just a dickless dude beating up women. Ja, aber weißt du, das ist ja, also gerade das ist ja eine grosse Diskussion
gerade jetzt, in der, also jetzt schon seit Jahren, im Kampfsport, vor allem auch bei Mixed Martial Arts und so, yeah. Joe Rogan hat natürlich auch schon viel über das Thema geredet, weniger, glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob er es irgendwie humoristisch aufbereitet hat oder so. Und das sind doch, weißt du, interessante, genau das meine ich. Also weißt du, dort kannst du anfangen, sicher Witz darüber machen, musst du aber trotzdem immer ein bisschen auch irgendwie trotzdem noch deiner Position bewusst sein. Mhm. Und wer bist jetzt du gerade auf der Bühne? Nicht, dass du dich wegen dem musst zurücknehmen, aber eben wieder so, was Kontext anbelangt. Und ich finde eben gerade, dass zum Beispiel auch beim Dave Chappelle dann teilweise, wenn es um die Themen geht, er weniger und tatsächlich weniger Aufwand betreibt. Mhm. Er wird so ein bisschen patzig, so ein bisschen Und den finde ich, gut, aber ich habe eh Mühe mit Heldenverehrung, ich finde Dave Chappelle auch super, aber ich habe ein bisschen Mühe mit dem Ganzen. Das ist einfach ein Gott! Ja, und ja. Du hast es einfach nicht verstanden. Mhm. Ich meine mehr, es klingt auch immer so, wie wenn man das kritisiert, als ob man jetzt irgendwie eine möglichst interessante Position einnimmt, zum gegen den Bill Burr oder gegen den Dave Chappelle. Ja, ja, ja. Mir geht es wirklich so, weil ich es einfach, ich finde es interessant, was passiert. Und das Problem ist natürlich auch, ich habe null Recht und habe nicht das Gefühl, ich könnte anderen vorschreiben, was sie, wie sie es machen, gerade auch aus der Szene oder so. Mhm. Ist eh schon schlechter Stil grundsätzlich und einfach könnte ich mir nicht, habe ich viel zu wenig Selbstbewusstsein, aber ich bin einmal teilweise eher erstaunt. Also zum Beispiel eben gerade bei so Leuten, wo ich dann eben, wenn ich jemanden so geil finde, wie der Bill Burr, wie der Dave Chappelle und wie der Louis C.K., dann erwarte ich natürlich auch, dass jetzt, zum Beispiel beim Louis C.K., wo das rausgekommen ist, die ganze Geschichte, haben viele Leute gesagt, so, das ist vorbei, Louis C.K. wird nicht mehr zurückkommen. Mhm. Und ich habe so gedacht, wenn es irgendjemand schafft, um diese Geschichte humoristisch zu verarbeiten, sodass er nachher wieder rauskommt. Und so nicht einfach Witz darüber machen, so, ich habe lustige Witze darüber gemacht, sondern so wie er es immer gemacht hat, hure lustig war und gleichzeitig so, macht Sinn, dann hätte ich es ihm zutraut. Das ist auch, meine Hoffnung gesehen, das ist dann so blöd. Aber ich habe es nicht live gesehen, ich habe dann durch die, also ich habe es mal auch nicht können, aber ich weiß nicht, ob ich gegangen wäre, aber ich habe so die Hintertür genommen, ich habe so das Special Ding gekauft und habe dem sehe ich noch Geld gegeben und hast dann geschaut und haben einfach so, hast du geschaut oder gelost? Ich weiß gar nicht, ob es Audio oder Video war, egal. Mhm. Nein, es war Video gewesen. Und ich habe dann so am Anfang ein bisschen Hoffnung gehabt, so gefunden, es könnte gehen. Ja. Und dann, bei mir ist es genau das Gegenteil gewesen. Bei mir ist es immer schlechter geworden, meiner Meinung nach. Es ist immer mehr so, er hat zum Beispiel auch viel gesagt, gar nicht unbedingt im Zusammenhang zu dem Vorfall, aber allgemein so, ja, ich bin halt ein Freak. Ja, ja. So, ja, ja. Entschuldigung, das hat er nie das, nötig das gehabt. Das habe ich auch krass, das ist mir aufgefallen, dass er quasi immer noch wie zusätzlich erwähnt, dass es ein Joke ist. Ja, und das ist die vollste Art von Kontextschaffung, oder? Ist ja noch ein Witz gewesen, oder? Ja, ja. Und beim Bill Burr finde ich es geil, dass er schon immer gesagt hat, I don't know. Also, das kommt immer dazwischen. So, ich habe ja eh keine Ahnung. Das sind einfach komische Gedanken. Ja, also bei ihm finde ich, geht das, weil es bei ihm so gut war. Yeah. Bei anderen ist das teilweise eine Ausrede. Also ist so, kannst du genau sagen, ja gut, ich, nein, aber ich weiß es nicht. Genau. Aber I don't know. nein, aber nicht, dass man, wir haben jetzt schon genug über Oli Pocher geredet, man nicht auch noch in die Richtung. Nein, sondern dort geht es mir mehr darum, ich glaube, beim Bill Burr ist wirklich, also wenn du seinen Podcast los ist und so, es ist immer der Moment von der effektiven Selbstreflexion. Von wegen, ich glaube, ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich finde, es ist immer gut, wenn du aus einer gewissen, fast schon ein bisschen Naivität kommst. Genau. Also weißt du, zum Beispiel, ich habe das gemerkt bei meinen Videos, denn im Nachhinein, weil zuerst, du machst es ja einfach und dann habe ich gemerkt, an meinen Videos habe ich gemerkt, wie ich ganz allgemein glaube, meine Sachen schreibe und mache, ist, eigentlich erkläre ich es mir selber. Und ich erkläre mir es selber und ich muss so einfach und klar wie möglich mir selber erklären, dass es durch das nachher, denn die anderen verstehen es dann eben darum eh auch. Weil es ist schon genug einfach gewesen für mich.
Und ich habe es mir erklärt und dann geht es wieder. Und das heißt, ich muss zuerst überlegen, was, und das ist eigentlich der Anfang, du musst überlegen, warum, was habe ich für ein Problem, warum stört mich das, warum finde ich es lächerlich, warum, was auch immer. Eben zum Beispiel auch, jetzt bei dieser ganzen Adipositas, übergewichtig, mehrgewichtig ist auch, du darfst eine Empörung haben, du darfst es lächerlich finden, du darfst auch irgendwie finden, das ist also, was soll das? Aber es muss mindestens noch ein, zwei Mal noch der Gedanke kommen, ja, habe ich vielleicht Unrecht. Ja, yeah. Und das Geile ist ja vor allem, wenn du nach lang überlegen gar nicht Unrecht hast. Mhm. Wenn du einfach deine These tatsächlich kannst verteidigen, weil das musst du eigentlich eh. Das ist das, was man die ganze Zeit macht, oder? Wenn man Witz macht, wenn man irgendwie, wenn es nicht auf, das ist eigentlich ist die ganze, jeder Witz ist eine Verteidigung von einer These, die man hat, oder? Mhm. Und wenn du dann noch verteidigen und eigentlich so findest. Ich meine, wenn es hätte jetzt können sein, dass die mit dieser Kritik kommen und ich dann einfach so finde, jeder einzelne Punkt, den du sagst, ist falsch und ich kann dir genau sagen, warum. Mhm. Weißt du, wie geil? Ist aber leider nicht der Fall gewesen. Ja. Oder? Und darum meine ich, man muss, und das ist schon schwieriger dran, man muss hohe Selbstbewusstsein mindestens suggerieren und schlussendlich auch sich selber, oder? Man muss sich selber fast einreden, man ist geil und wichtig genug, dass man überhaupt auf die Bühne darf. Man muss sich das irgendwie, wie man auch immer in die State of Mind kommt. Und gleichzeitig muss man immer auch noch wissen, dass man vielleicht gar nicht recht hat. Ja. Und also, das ist ja, das macht es ja so huere schwierig. Bis aufs Wissen, dass man nicht immer recht hat, ist ja eigentlich das Ricky Gervais-Mantra. Weil er tut ja eigentlich bei allem... hat er einerseits die Selbstbewusstheit von wegen, eben ich bin eh der Shit. Mhm. Und er behauptet ja, er könne jeden einzelnen Joke rechtfertigen. Mhm. Aber wenn ich dann zum Teil die Rechtfertigungen höre, denke ich so, ja, bin mir nicht sicher. Sagen wir es mal so, es ist halt eben eine grosse Behauptung. Ja. Yeah. Oder? Es ist die Behauptung an sich hat ja schon ein gewisses Joke-Potenzial oder ein gewisses Spruchpotenzial, dass man das sagt. Oder? Yeah. Es ist schon wie so, klingt wie ein Satz, wo Leute dann auch sehr gerne würden auf Twitter posten und sagen, sie wissen nicht, woher das er ist. Oder noch besser, beim Ricky Gervais ist immer gut, wenn man Ricky Gervais dazu schreibt. Zum Beispiel der eine Spruch, wo alle immer wieder repostet, ist ja, dass er sagt, nur weil du beleidigt bist, heißt das nicht, dass du recht hast. Ja. Oder? Ja. Und ich glaube auch, den kann man ziemlich fest so stehen lassen, glaube ich, so als Spruch, als Zitat. Oder? Ja. Aber kommt darauf an, wer ihn postet. Oder? Ja, ja, ja. Und ich glaube, es kann trotzdem bedeuten, dass du recht hast. Genau. Es soll nicht die ultimative ich komme aus dem Gefängniskarte sein. Mhm. Und manchmal habe ich aber auch wirklich ein bisschen das Gefühl, dass es gern genutzt wird, von wegen, ich fühle mich jetzt eben angegriffen, weil sehr oft es ja nicht die betroffene Gruppe ist. Ja, also weißt du, und das gibt es eben auch. Ich finde einfach nur, dass man nicht auch dort dann eben nicht so verallgemeinern. Weil selbst ist eben teilweise auch faul, wenn nur ein, zwei, drei Leute einem das mal gesagt haben und nachher gerade so sagen, ja, man darf gar nicht mehr sagen. Yeah, yeah, dann genau. ist man auf einmal der. Absolut. Oder das sagt. Oder? Wenn ihr zum Beispiel auch schon, ich habe mal eine Nummer gehabt über einen Kollegen von mir, der nur ein Ei hat. Oder? Mhm. Und das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Weil das Lustige daran war, dass er mir das wirklich, wir sind nicht mega gut befreundet, so okay befreundet und sind einfach mal zusammen eins gesoffen. Und auf einmal sagt er das aus dem Nichts. Also es hat wirklich kein grosses Setup gegeben für die Aussage. Und ich habe wirklich so gefunden, leck, ist das geil. Und dann haben wir etwa eine Stunde, eineinhalb, zweite halt Witz über das gemacht, dass er nur ein Ei hat. Mhm. Und tatsächlich, ganz am Schluss, beim Tschüss sagen, habe ich dann so gesagt, übrigens, warum eigentlich? Wir haben nie darüber geredet, was der Grund ist. Yeah. Und dann hat er gesagt, ich habe einen Tumor gehabt, aber es war gutartig, kein Problem. Okay, gut, tschüss. Oder? Und das ist so lustig, dass ich auch natürlich aus dem eine Nummer machen wollte, die ist nicht eins zu eins, ist ein Gespräch, natürlich ist es überspitzt etc. Was dann passiert ist, dass ich teilweise in meinem letzten Programm manchmal als Zugabe gemacht und dann ist eine gekommen, so eine, man muss auch sagen, wenn wir schon bei Stereotypen sind, so eine ganz typische ca. 60-jährige Kulturlinke, weißt du, mit so einer Schärpe
mit so einer eher frechen Frisur. Und so aber nicht gefärbt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht mehr, aber frech war es. So leicht frech, aber schon noch elegant. Und abgerundet durch eine Form von Kleid. Oder? und dann ist die so gekommen und hat so gesagt, es sei alles super gewesen, aber mit der letzten Nummer habe ich es also wirklich, da habe ich es mal ein bisschen versaut. Und ich bin dann halt immer so, ah, okay, ah, dann sag ich, warum? Ja. Oder? Ja. Weißt, weder entschuldige mich sofort, noch sage ich sofort, was willst denn du? Und dann hat sie gesagt, ja es gibt Leute, die das wirklich betrifft. Und, wo, und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, das ist der Typ da. Nein, ich habe auch noch erzählt, übrigens, erst ganz am Schluss ist es überhaupt so wahrgekommen. Und ich habe ihn auch noch gefragt, ob es für ihn gut ist. Und voilà. Alles wirklich einfach safe. Und ich habe immer noch gesagt, es kann immer noch sein, dass es Leute trifft. Und immer noch Leute, wie sie finden, das ist nicht okay. Und ich habe dann einfach gesagt, all die Fragen, die sie sich jetzt stellen oder die sie mich fragen, das habe ich mir alles überlegt. Und für dich ist es okay. Und dann habe ich es gemacht. Ja. Und genau. Und ich habe richtig gemerkt, dass sie hat nicht mehr gewusst, was sagen, weil sie eigentlich wahrscheinlich hat sie gar nicht erwartet. Ja, ja. Ich meine, sie auch, kommt ja auch aus einem Impuls raus. Genau. Sie ist auch, was soll man auch nicht irgendwie nur lustig oder blöd finden, aber sie hat wahrscheinlich gedacht, sie kommt und zeigt es und sie sagt, oh, es tut mir leid, ja. Aber das, wenn ich es mir gut überlegt habe, wenn ich es mir sehr gut überlegt habe, heisst das einfach nur, dass ich es mir sehr gut überlegt habe. Das heisst nicht, dass ich recht habe. Ja, aber du, das ist ja dann am Schluss, trotz allem, die allerletzte Instanz muss ja dann gleich du sein. Das heisst, du eben hast dir das alles überlegt, für dich ist es okay und darum machst du es. Und auch wenn du nicht recht hast, stimmt es für dich. Ja, und es gibt aber auch Fälle, wo es schon auch mal anders rausgekommen ist. Ich habe mal einen Text gehabt, das war nicht unbedingt eine humoristische Nummer, es war mehr so ein Spoken-Word-Slam-Text. Und dort ist das N-Wort drin vorgekommen. Ja. Und hat es auch gesagt. Und zwar ist es darum gegangen, eigentlich ist es um das Wort Jugo gegangen. Ja. Und es war eigentlich so eine Geschichte gewesen, sozusagen aus meinem Kreis. So. Von Leuten, die, weißt du, irgendwie schnell mal so Wörter gesagt haben, wie Jugo, Quadratschädel und all diese Beleidigungen. Die Nummer habe ich gesehen. Ah, vielleicht habe ich das damals zu Basel gemacht. In Balz. Ja, genau, stimmt. Ja. Und das N-Wort ist drin vorgekommen. Das weiß ich nicht mal mehr. Es könnte aber noch sein, ich habe zwei Nummern. Es gibt eben noch eine, wo auch noch um das Thema Jugo geht, wo die Leute dreimal ganz freudig Jugo rufen. Oh, hat mal, das hat das gesehen. Dort hat es eine andere, also das muss ich auch noch kurz erzählen. Das ist einfach so gewesen, ich habe gesagt, ich bin so in eine Figur gegangen von dem, der sagt, ja, Jugo ist gar nicht schlimm. Jugo, das heisst ja Süden oder Südslawisch. Und dann sage ich halt so, ja, das Problem ist, dass man das immer so negativ gesagt hat, oder? Das Wort selber ist nie das Problem, sondern immer der Kontext. Und dann habe ich angefangen, den Leuten zu sagen, und jetzt stell dir vor, der könne super shooten und so ein bisschen alle in die Richtung gehen. Und dann hat man so ganz laut Jugo rufen und das hat super funktioniert. Dann habe ich in Afrika im Bierhübeli irgendwie vor so Elektrofirma, alle Leute sind drin gewesen, dann fange ich an, das zu machen. Die Leute rufen Jugo und irgendwann ruft einer von ihnen, hast du ein Problem mit Jugo? Und das ist so ganz gebrochenes Deutsch und ich so, nein. Und dann habe ich angefangen mit der reden. Und dann auf Hochdeutsch, nachher dann auf Englisch, weil sie fast nicht Deutsch können. Und dann habe ich so gesagt, auf Englisch, ich schwöre da, ich habe mich nicht lustig gemacht über Jugos. Und wir reden nachher. Dann habe ich mit der geredet und hat sich herausgestellt, die erste zwei Wochen in der Schweiz und hat einfach nur einen Raum voller Schweizer innen gehört. Wo Jugo schreien. Wie einer, als ob es irgendwie so eine Nazi-Veranstaltung wäre. Okay. Aber es ist ein Wort. Das ist für mich damals mega gut überlegt und es ist völlig aufgegangen in dem Sinn, dass ich anhand vom N-Wort eben eigentlich sage, selbst sei ich ja auch nicht. Oder? Und an dem aufgerollt habe, warum sagt man eigentlich Sachen und wo sind Grenzen. Und jetzt ein Kollege von mir, der Eritreer ist, hat dann so gesagt, ist das Wort wirklich nötig? Und ja, eigentlich überlegt und gesagt, ich glaube schon. Und nachher, irgendwann habe ich irgendwie gemerkt, ja, eigentlich nicht. Weil wenn ich sage N-Wort, weiß gleich jeder, was gemeint ist. Nur der Unterschied ist, ich kann noch so fest auf der Bühne klar machen, wie ich es meine. Wenn ich das N-Wort sage und es ist ein Schwarzer im Publikum, dann macht es kurz so. Und meine Entscheidung ist dann, will ich das? Wie wichtig ist mir's? Oder eben nicht? Genau.
Das ist ja, ich meine, mit dem ja auch, wenn du die letzte Instanz bist, bist du ja auch in dem. Weil du überlegst das dann nochmal und sagst, das braucht es in dem Fall nicht. Mhm. Oder? Weil das ist ich mache deutlich weniger heikle Sachen. Mhm. Aber das ist bei mir auch der Prozess, den ich habe. Und wenn dann halt irgendjemand mal ein Feedback gibt und sagt, dort und dort habe ich das Gefühl gehabt, das wirkt so. Mhm. Und ich merke, das ist nicht mein Intent, aber es wirkt so. Dann ändere ich das. Mhm. Und außer natürlich, man muss immer noch schauen, wenn es jetzt eine Person war, hat eine Frau eventuell mal die eine einzige Person nein, ist schon falschen Schirm. Aber ich also weiß, was du meinst. In dem Fall ist es dann wirklich so gesehen, ah shit, ich habe quasi, ich habe in meinem Kopf das Gefühl gehabt, ich habe mir alle Seiten überlegt, da. Und dann habe ich gemerkt, ah, aber es gibt noch die Hinterseite. Mhm. Weißt du, irgendwie so, ich habe links, rechts, vorne, ja. Mhm. Aber die Hinterseite, die habe ich nie angeschaut. Und wenn ich die weiß und dann so denke, ja, okay. Und weißt du, es ist dann eben auch, es kommt ja dann noch dazu, eben, wie wichtig ist es mir. Mhm. Es ist eigentlich eine mega kleine Geschichte mit einem Joke am Schluss. Und dann findest du so, also ja, wegen denen 1,5 Minuten, die jetzt nicht einmal so gut sind. Weißt du, dann ist ja noch das, ist so, das ist nicht mein. Das finde ich aber auch noch das Geile. Das ist meine Grabsteingeschichte. Ja, das ist genau das, dass gewisse Leute dann einmal so tun. Ich glaube, das ist das, was mich dann wirklich nervt. Dass die Leute einmal so tun, als ob der Joke als so ein fucking Meisterwerk ist. Der macht die aus, quasi. Ja, oder auch, der ist so gut, dass die Kritik halt nicht wichtig ist. Ja. Und da habe ich halt auch eine andere Einstellung. Viele sind, oder wie soll ich sagen, eine andere Einstellung. Ich habe einfach die Einstellung, dass ich einfach, ich mache Zeug, ich mache Text, ich mache Jokes, in einer Woche mache ich den, in der nächsten Woche mache ich einen anderen. Und ein paar sind schon besser als die anderen oder mir mehr wert, aber es ist alles komplett egal schlussendlich. Mhm. Ich habe eigentlich keine Lieblingsjokes von mir und wenn, dann sind es meistens die am wenigsten beeindruckenden. Also das Einzige, ich kann mir auch so wenig Sachen merken. Das Einzige von mir, was ich mir merken kann, also ich kann mir schon meine Nummer merken, aber nachhinein, so, wenn es nicht mehr aktuell sind. Das Einzige, was ich mir merken kann, was ich schön finde, ist der Spruch, nur schon das Setup, das ist überhaupt nicht geil, aber einfach, ist einfach nur so, für die einen ist das nur Brot, dabei ist es so viel Mehl. Mhm. Oder? Mhm. Und ich finde das einfach herzig und lustig und das ist das Einzige, wo man geblieben ist. Und ich kann nicht sagen, dass es mein bestes Stück ist oder was immer, weil ich das einfach, es ist auch so unökonomisch, so zu denken. Mhm. Ich habe mal einen Slammer, den ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen habe, das war so eine Slam-Legende auch gewesen. Und einen Text, der mega gut war und dann habe ich das seit langem wieder mal gesehen mit dem Text. Dann bin ich zu ihm an und habe gesagt, der Text ist so schön, der ist so gut, der hat mir so gut gefallen. Und dann sagt er ungefragt, ja, er findet auch, er ist der beste Text, den er je geschrieben hat und ebenfalls ungefragt, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so etwas Gutes schreibe. Und meine Instant-Reaktion im Kopf war, also so gut. Weil er ist super, aber kein Text, kein Joke ist so gut. Ja, aber ich glaube, also so wie du es mir jetzt erzählt hast, habe ich das Gefühl, dass dort eher sogar ist, nicht der Text ist so ultimativ, sondern mein Selbstvertrauen ist eher dort, eben, ich werde nie mehr etwas hinkriegen. Ich habe einen Hit, ich bin One-Hit-Wonder. Ich habe einen glücklichen Treffer gelandet. Ja, ist ja die Frage, wie du dort hinkommst. Es kann natürlich, das Problem könnte auch sein, dass das Mindset tatsächlich so war, dass er seine ganze Karriere lang so gefunden hat. Weißt du, lauter andere Texte gesehen hat von anderen, die er gefunden hat. Das ist sein Text, das ist ein Meisterwerk, ich bin auch ein Meisterwerk. Mhm. Dann hat er das geschrieben, hat es selber auch gut gefunden. Und das Lustige ist immer, erst wenn ganz, ganz viele Leute sagen, das ist ein Hit, ist es auch ein Hit. Ja. Das heisst, wie fest hast du das selber überhaupt von Anfang an gewusst? Ja. Weil ich bin der Meinung, bei so vielen Sachen sind wir uns, weißt du, wieso tun wir immer so, also wir könnten beurteilen, was ein Meisterwerk ist, sogar von uns selber. Ja, oder also sogar noch steuern. Ja, selbst sowieso nicht. Also, ich glaube, das ist höchst kontraproduktiv. Also ich meine, ja, zum Beispiel, Slam ist bei ganz vielen Sachen eine mega gute Schule gewesen. Und eine sehr gute Schule ist es auch, weil du schreibst einen Text. Also, sagen wir mal, es hat zwei Gefahren. Du schreibst einen Text und eigentlich hast du ihn noch nie ausprobiert. Dann ist jetzt auf der Bühne das erste Mal. Mhm. Und dann kommst du
von 50 möglichen Punkten 47 über. Und bist da, vorher bist du noch komplett unsicher gewesen und jetzt meinst du, der ist super. Lange nicht mehr nach, oder? Das könnte das Negative sein. Und das Positive könnte sein, dass du eben merkst, ja, eigentlich habe ich es bei dem Text, wo 47 Punkte bekommen hat, und beim anderen, wo 38 bekommen hat, bei beiden habe ich vorher überhaupt nicht gewusst, ob das irgendwie gut oder genial oder das Beste ist, was ich je gemacht habe. Und dementsprechend, weil man es ja eh nicht könnt wirklich so endgültig wissen, lohnt es sich auch nicht, um in diesen Kategorien zu denken. Ja, das ist auch die lobenswerte Einstellung, die du hast. Aber ich sehe gerade in dem Sinne auch mega oft die Gefahr. Also wir monieren immer über Wettbewerb und so Sachen. Ein Slam ist in sich geschlossene Veranstaltung. Aber es gibt ja auch Comedy-Wettbewerb, wo eben ein Slammer gegen eine Stand-Up-Frau, gegen was weiß ich, antritt. Weißt du, wieso denn genau? Und das wird dann irgendwie noch bewertet. Und es gibt Menschen, wo dann eben viel auf die Bewertung legen. Und aufgrund von dem dann irgendwie überhaupt weiterarbeiten. Und es fängt schon an mit, für mich zumindest, eben mit einem Text. Dass im Slam machst du einen Text, und dann heisst, der Text ist super, der Text ist nicht so geil. Und so zumindest wie ich Stand-Up empfinde und wie ich in meinem kleinen Feld das mache, ist so, ich habe weder Jokes, noch habe ich riesen Bits, sondern das verformt sich irgendwie so zusammen. Und ich weiß auch, dass ein Text so entsteht. Es ist nicht, ich sitze jetzt an, ich schreibe das erste Wort und irgendwann habe ich das letzte Wort geschrieben, fertig. Irgendwie, es ist so eine, ich habe gerade eine Dokumentation gesehen über Kunst und vor allem das Kunstbusiness. Und da zeigen sie natürlich auch Künstler. Und es ist so geil, dann siehst du immer wieder rein, siehst immer so, wenn sie im Molten wieder mit etwas sind. Und irgendwann macht einfach so einen Strich noch, läuft hinterher und sagt, irgendwann weißt du, wenn es fertig ist. So, Mittag. Das finde ich mega geil. weil es wirkt so völlig unplant und irgendwie ist es auch ein bisschen unplant, aber irgendwann ist es so, ich glaube, das ist es. Und bei einem Text weiß ich zum Teil nicht, weil das dann eben so etwas Definitives ist. Du machst einen Text, du hast 47, 50 Punkte, tust du den dann nochmal um? Oder lässt du den so? Und aber ich glaube, es kommt nur darauf an, wie du es verkaufst. Der hat sehr gut verkauft. Natürlich. Man könnte auch sagen, er kapituliert. Ja. Also ich fand, fuck, ich bin fertig. Gar nicht mal so gut, aber besser geht es nicht mehr. Also ich meine, für mich ist dann Werk von mir vollendet, wenn ich es abgeben muss. Dann ist es so ist es richtig. Und das ist auch, finde ich, darum habe ich auch gesagt, ökonomisch, das hat gar nichts so mit der Einstellung oder so, sondern es ist tatsächlich Aufwand und Ertrag, es ist sehr sachlich. Bei mir ist es so, ich gebe mir mega, mega viel Mühe, einen Text zu schreiben, damit er mir gefällt, dass ich finde, und eben das Höchste, was ich erreiche bei Text von mir, ist so, okay, ist okay, ich darf, ist nicht peinlich. Wenn nachher andere Leute kommen und sagen, es ist gut, sehr gut, mega gut, umso schöner, oder? Und manchmal finde ich auch sogar noch, ja stimmt, eigentlich habe ich es auch lustig gefunden, oder? Und das ist ja mega angenehm, so zu arbeiten. Und gleichzeitig kann ich es auch noch, wenn ich zum Beispiel, weißt du, auch muss eben mal einen Text abgeben oder das Video bis dann, oder einfach auch grundsätzlich, wenn ich ein Programm schreibe und dann ist Premiere, dann gibt es irgendwann den Moment nach mega viel Verkopfen, mega viel Reflexionen und viel zu viel Nachdenken, kommt irgendein Moment, wo ich finde, ja, ihr habt das ja wollen. Ihr seid selber die Schuld. Ihr habt wollen, dass ich das mache. Was natürlich nicht stimmt, aber es tut gut. Ja. Und das heisst, das Programm, das ich jetzt geschrieben habe, letztes Jahr, wo im September habe ich ja Premiere gehabt und noch ein paar Shows auch spielen können, das ist fertig. Es gefällt mir. Es ist, finde ich, rund. Es ist auch fertig. Aber es ist natürlich überhaupt nicht fertig. Also es ist so wie, ich habe noch 10 Nummern, die ich auch haben wollte machen, wo es dann halt nicht mehr ergeben hat. Und weißt du, das ist so, natürlich, es ist schwierig irgendwie zu sagen, man muss es entspannt sehen, aber man muss irgendwie sich entscheiden, wo dass man die Energie hineinsetzt. Wenn du die Energie hineinsetzt, ist drin, ich will, dass es mega geil wird und es mir gefällt, das ist, da kannst du gar nicht zu viel Energie, glaube ich, reinstecken. Aber nachher so,
du solltest nicht zu viel Energie drin stecken, wie ultimativ das es ist. Und eben wie fest, dass es ein vollendetes Werk ist, yeah, oder so. Weil eben, weißt du, gerade auch bei Slam, wie du vorhin gesagt hast, ich finde eben, jede Comedy-Mixed-Show, jedes Open Mic ist ein Wettbewerb. So. Es ist einfach unausgesprochen. Du merkst schon, der eine ist besser angekommen als der andere. Und so. Es ist aber nicht, ich meine das gar nicht negativ, sondern es ist ein Buhlen um Aufmerksamkeit und der eine kommt mehr über als der andere. Der eine ist frustriert, der andere ist so. Beim Slam, das ist ja, Slam ist natürlich als Literaturkritik entstanden, oder sozusagen. Yeah. Slam hat einfach gesagt, wir machen einen völligen Bananas-Wettbewerb, wo irgendwelche Dudes und Frauen und alle einfach ohne Qualifikation Noten geben, von 1 bis 10, wie absurd und dumm ist das eigentlich. Und schlussendlich, und der Begründer, der Mark Kelly Smith, der ist auch bekannt für den Spruch «So what?». Mhm. Also er kommt auf die Bühne und sagt «Hello, I'm Mark Kelly Smith» und das ganze Buch kommt halt «So what?». Mhm. Bei jeder Wertung und so. Das ist der Grundgedanke, der mega gescheit ist, weil die Parodie aufgeht. Sie geht aber dann nicht mehr auf, wenn das Format selber eben erfolgreicher wird. Richtig. Oder? Ja. Und bei Slam ist es natürlich so geworden. Wenn du vor 50 Leuten auftrittst, irgendwo, wo ich angefangen habe, ist im Winterthur im Kraftfeld ist das ein wichtiger Slam gsi in einer Bar, wo mal 20, mal 50, mal 60 Leute da sind. Du hast natürlich alles gegeben, oder? Ja. Zum Gefallen, zum geil sein und so. Aber es ist auch ein bisschen egal gewesen. Und darum hast du auch mehr ausprobiert und so. Und hast auch mehr hinterfragt, ob deine Texte wirklich gut sind. Aber wenn natürlich vor 300 Leuten irgendwo im Casino-Theater auftritt, dann ist es auf einmal wichtig. Und auf einmal, wenn du 20 Slams gewonnen hast, bist du vielleicht auf einmal, ja, gehst vielleicht einmal an der Mixed-Show-Abend oder dann bist du auf einmal irgendwie an der Künstlerbörse. Also weißt, sobald der Erfolg eine Rolle spielt, geht natürlich das eigentlich erfolgkritische Konzept nicht mehr auf. Absolut. Und das Lustige ist eben auch, dass sehr viele Slammer innen so tun, als sagen sie mega kritikfähig, wenn sie sich ständig dieser Benotung aussetzen. Was grundsätzlich schon stimmt. Aber du hast ja, das ist ja mega geil, du kannst, wenn du Noten bekommst und jemand gibt dir von 10 möglichen Punkten 6, dann kannst du immer sagen, die Person. Ja, die Person oder ja, die ist jetzt mehr so, die hat eher lyrische Sachen lustig gefunden, ich bin halt mehr lustig. Du kannst das so fest daraus herausreden, du kannst auch komplett kritikunfähig, sehr glücklich durch Slams durchkommen. Ja, ja. Also wie überall sonst. Kannst du im Stand-up ja auch. Natürlich. Ja, logisch. Also ich meine, mal erlebt, wie wirklich jemand so ultimativ gestorben ist auf der Bühne. Also wirklich einfach, weißt du, katastrophal. Und nachher von der Bühne kommt und sagt, ja, ist ja mein Glück, dass in der ersten Reihe eine 90-jährige Frau sitzt, wenn ich über das Altersheim schwätze. Wenn du das Gefühl hast, das ist das Problem, dann wird es in deiner Welt sicher gut funktionieren. Ja? Aber Seb war übrigens etwas, was ich bei Comedy Urbic sehr viel mehr erlebt habe, als ich sozusagen irgendwie angefangen habe, bei Mixed Shows auftreten. Dass, und es macht natürlich Sinn, weil Comedy weil Slam ja darf alles sein, es darf lustig sein, es darf ernst sein, was auch immer. Dementsprechend ist eben die Reaktion noch nicht ganz so wichtig. Und bei Comedy ist die Reaktion wichtig. Dementsprechend ist es logisch, dass Leute auch auf das aus sind auf der Bühne. Sozusagen Haupt- oder ein wichtiger Punkt, wenn die Leute lachen, ist schon mal gut. Oder? Yeah. Das kann eine Einstellung sein. Mhm. Und wenn ich dann manchmal gemerkt habe, ist, dass sie so hinter dem Vorhang geschaut haben und geschaut haben, was für Leute da sind. Yeah. Und wenn zu viele Ältere da waren, haben sie angefangen, so ihr Zeug umstellen. So, oh nein, kann ich das nicht machen. Und das habe ich immer ebenfalls unökonomisch gefunden. Mhm. Weil du, erstens mal ist es bevormunden, natürlich, weil du oftmals alten Menschen irgendwie nicht zutraust, dass sie Schneebiwitz lustig finden, zum Beispiel. Mhm. Wenn jemand Schneebiwitz lustig darf, findet dann irgendwie ab 80, ehrlich gesagt. Aber auch so unökonomisch, weil du weißt es ja nicht. Ja. Du hast keine Ahnung. Also natürlich, vielleicht gibt es ein paar Sachen, die die Referenz nicht verstehen, aber eventuell ist dort auch ein Potenzial drin und so. Und selbst habe ich so ein bisschen, also nicht erstaunlich gefunden, sondern einfach, ich finde, dass es das nicht bringt. So zu fest darauf schauen, was ist für ein Publikum da und was mache ich darum für eine Nummer. Ja, ich glaube, man darf es nicht von dem abhängig machen. Mhm. Also ich glaube, du solltest sicher so einen Grundstock haben, wo du sagst, das mache ich sowieso. Weißt? Und danach gibt es sicher, also mache ich auch, dann suche ich mir die Nummern aus an dem oben, weil ich denke, ich habe mehr Bock auf die im Zusammenhang mit dem Publikum,
als jetzt die. Und ja, und so du merkst es ja manchmal auch währenddessen. Und das, also das ist ein Paradebeispiel, wo ich mal ein clean Set mir zusammengestellt habe, mhm, für einen Firmenanlass. Und am Anfang habe ich aber trotzdem so ein Joke, wo eben so ein bisschen in drei Richtungen geht. Mhm. Und du merkst dann halt, bei welcher Richtung sie mehr lachen. Mhm. Oder? Und dann kommen sie beim primitiven Teil. Mhm. Und zwar brutal. Und dann schaue ich meine Setliste an und denke, ich habe ja nur clean shit drauf. Alles in dem Moment gestrichen und einfach nur noch Sexmaterial gemacht. Und die haben es geliebt. Mhm. Die haben es geliebt. Die haben auch noch ein riesen Päckchen geschickt und solche Sachen. Und mit Dildos ist, und Zeug. Genau. Sex. Nein, aber das ist dann halt einfach so klar, weißt du, wo ich so denke, in dem Fall bin ich ja wirklich ein Dienstleister. Ich meine, dem Fall ist es ein Firmenanlass, die haben jetzt Nacht, die wollen festen, die wollen es toll haben und ich bin für nicht wenig Geld dort, mhm, zu ihrer Unterhaltung. Ja, ja. Bei einem Solo haben wir schon Diskussionen gehabt mit Theaterhäusern, die sagen, ja, wir haben ja gesehen im Interview dort und dort sagt der Joel, er würde ja sein Material immer ein bisschen anpassen und so. Das finden wir super, weil unser Publikum ist ja mehr so und so. Ja? Und dann mit dem damaligen Manager hat dann gesagt, aber das macht er in dem Fall nicht. Ja, ja. Das ist sein Solo-Programm. Mhm. Und wenn Menschen Geld zahlen, um das zu sehen, dann kriegen sie sein Solo-Programm. Ja, und falls du etwas änderst, dann änderst du es ja nicht, weil jemand dir vorher gesagt hat, übrigens wäre es so besser. Sondern er hat dann auch erklärt, er gesagt, ja, und das ist dann so vielleicht lokal bezogene Sache. Weißt du, hast du aber auch schon mal so ein bisschen Trotzgefühl gehabt? Also ich habe zum Beispiel gerade auch bei Firmenauftritt, also weißt, ich weiß zwar dann natürlich immer, wie dass ich es schlussendlich mache. Sagen wir mal, wenn ich ein 30-minütiges Set habe, dann kann ich mir leisten, dass irgendwo in der Mitte so 5 Minuten riskiert sind, in dem Sinn, dass ich weiß, das gefällt ihnen politisch sicher nicht. Ja. Aber ich weiß, ja, auf den Schluss hole ich es wieder. Und weil ich will ja auch nicht, also niemand von uns macht gerne einen Auftritt, wo noch einfach abschifft und noch am Schluss gut. Schöne. So, also gut, so trotzig kannst du sein, so trotzig bin ich nicht. Aber gewissen Trotz habe ich dann einmal schon, dass ich so wie, wenn ich irgendwo anfange und so, das habe ich zum Beispiel gehabt, beim letzten Programm noch, habe ich am Anfang noch so ein paar Ostschweiz-St. Gallen Sachen drin gehabt. Mhm. So, Überbleibsel aus dem Buch mit der anonymen Ostschweizer etc. Und ich finde es ja nicht, ich mache das schon gerne über Dialekt reden und so, aber sobald ich merke, dass das zu fest funktioniert, so dass dann gibt es nichts mehr. Dann so, nein, yeah, das gebe ich dann nicht. Mm-hmm. So. Mm-hmm. Und natürlich bei anderen Sachen auch. Also manchmal bin ich dann schon so ein bisschen, dass ich einfach finde, weißt du, nicht einmal heroisch, nicht einmal so, ach, ich nehme mich jetzt aus dem Spiel und weise deren und sozusagen Applaus zurück, sondern einfach so, oh nein, fickt euch, ich bin nicht euer. Was auch immer. Aber das ist so die Mischung, oder? Ja, also vielleicht unterstellen wir jetzt etwas, was gar nicht so ist, aber das habe ich schon beim Charles beobachtet, dass wenn er Jokes über sich macht und sie eigentlich wie so eine Gateway sind, so ein Öffner, weißt du, wo dann eben du merkst, Menschen so, so habe ich es noch nie angeschaut, dann bleibt er dabei, aber wenn er wie merkt, sie lachen jetzt oft über den Schwarzen. Wo die Witz macht. Genau, dann schmeißt er es weg. Ja. Auf der Bühne. Vielleicht macht er das gar nicht bewusst, vielleicht macht er es auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er das bewusst macht. Weil ich habe das schon oft festgestellt, wo ich mir so denke, schau jetzt, weil du merkst anhand vom Lachen, eben wie sie reagieren. Mhm. Und ja. Ich habe das auch schon gehabt bei gewissen Nummern, wo ich in eine Figur hineingehe. Und dann die, dort sind es rassistische Witze, sondern auch so einfache Witze aus einer Pöbelperspektive. Ja. Und wenn es dann wirklich und den Pöbel... Und dann sind so, genau. Ist es aber bei mir immer gewesen, am Schluss aber ist klar gewesen, dass es das kritisiert wird. Ja. Das ist einmal mega geil gewesen. Ja. So, und am Schluss sind so... Ja. Weiß ich, jetzt komme ich nicht mehr draus. Was ist jetzt, bin ich jetzt, was auch immer. Beim Charles, ich kann mir vorstellen, dass er das bewusst macht, weil ich auch schon mal mit dem darüber geredet habe, dass, wo er angefangen hat, die haben mal gesehen, irgendwie zu Luzern, bei dieser Versuchung hat das dort mal geheißen. Ja, stimmt. Und ich war dort an dem Abend Protokollant gewesen, und habe
glaube, in der Mitte Nummer gemacht von mir und die ganze Zeit auf der Bühne und mich geschrieben bei den anderen und am Schluss das Protokoll. Und dann ist er gekommen und er hat halt wirklich einfach so, aus meiner Sicht, dort mal, schon lange her, einfach Stammtisch rassistische Witze gemacht und es ist einfach nur aus seinem Mund und dann okay und das ganze Publikum aus weißen Leuten lachen über das und ich habe es einfach wirklich problematisch gefunden. Er hat es auch im Protokoll etwa so gesagt. und dann haben wir uns aber nicht gross über das ausgeschrieben. Irgendwann haben wir uns wieder gesehen bei einem Auftritt zu Lachs im Wallis. Und dann ist sein Programm ganz anders gewesen. Lachs nicht Graubünden, sorry. Nein, es gibt selbst mit zwei A. Ohne Scheiß. Es gibt noch eins mit einem A im, Lachs. Im Wallis. Lachs. L-A-X. Mit der Lachs von Ikea. Gibt's, was ist das? Ein Bett? Nein, ist Lachs. Aber ah, okay. L-A-X. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. ja, auf jeden Fall hat er dort... Natürlich ist es immer noch ist das ein Thema gewesen, Hautfarbe, etc., Kultur und so. Aber viel weißt, schlauer und besser, eben nicht einfach nur rassistische Witze. Und dann habe ich darauf angesprochen und hat er eben auch gesagt, sogar, dass er das so ein bisschen gemerkt hat und sogar eben, dass teilweise Leute, ich weiß nicht, ob Managements oder irgendwelche Stimmen, die dann kommen, so auch ihm gesagt haben, ja, mach das noch mehr, das ist so dein Ding. Ja, und dann hat es auch genervt, weil das am Anfang machst, ist ganz ähnlich wie bei Ostschweiz, natürlich mit einem ganz anderen Gewicht und Background, aber du machst es mal, es funktioniert, ist geil, und irgendwann findest du so, okay, that's it, enough. Yeah. Und das hat er natürlich auch gehabt, nehme ich an, oder hat er dort so gesagt. Und ich glaube auch, also eben, weil er kann eben dann nicht, das ist ja, die Situation auf der Bühne stelle ich mir extrem unangenehm vor, weil er es dann nicht mehr kann steuern. Er wird ja fast benutzt von den Leuten, die sozusagen aus dem falschen Grund lachen. Ja, ja, oder? Ja, ja. Und wenn er den weitermachen würde, dann wäre es einfach für ihn, müsste halt wirklich so gute Miene zum bösen Spiel. Aber ich meine, der Charles Ngela ist eh so für mich, ich habe das so geil gefunden, weißt du, auch wenn es um Art und Weise, wie man auf der Bühne ist und Crowdwork und so geht. Gerade dort das Lachs, oh, Entschuldigung. Ich habe Dreiviertelstunde, oder nein, ich glaube eine Stunde gehabt. Nach mir ist er gekommen und hat Dreiviertelstunde gemacht und dann das Sven Ivanitsch noch eine halbe Stunde. Und mein Set hat super funktioniert, ich bin völlig zufrieden gewesen und Open Air finde ich immer schwierig, weil eben mein Zeug nicht so, es ist halt erzählt und die Leute reagieren, aber im Raum kann ich es besser fassen. Und dann kommt der Charles auf die Bühne und ist einfach nur so, hey, bam, 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 und dann sind so, und ich bin so da drin gestanden gefunden. Und es ist auch gut gewesen, es war nicht einfach nur eine Show gewesen, oder? Ja, ja. Aber ich habe so gefunden, so, oh fuck. Also man denkt sich, kann man dann nicht, ja, so will ich auch mal werden. Yeah. Aber das Schöne, gerade an so Mixed-Shows, ist immer, dass man so sieht, ja, ich glaube, aber so ein bisschen von dem könnte man schon noch abschauen. So. Ich habe mit niemandem mehr Mixed-Shows gespielt als mit Charlie. Ja. Und ich habe auch nie öfters folgende Situation erlebt wie mit ihm, dass nach der Show jemand kommt und sagt, ah, können wir schnell ein Foto machen? Und ich dann da bin, wo das Foto macht von Person X mit dem Charles und während ich das Foto mache und so dort stand, die Person dann auch sagt, du bist mit Abstand der lustigste gesehen oben. Und ich so dort, klick, tschüss. Sag jetzt noch etwas zu dir oder nicht, weil das gibt es manchmal auch. Und dann ab und zu, manchmal checken sie ja nicht einmal, dass ich auf der Bühne gesehen bin, weil, also das passiert ja sicher auch, weil, ohne Scheiß, ich kann komplett anders aussehen, ich kann das andere Geschlecht haben, was weiß ich, am Schluss kommt jemand und sagt, den Witz habe ich so lustig gefunden. Ich sage, ja, das ist von ihr gesehen. Ja. Also die Vermischung, ich kenne es selber ja auch, wenn du etwas schauen gehst, du schaust einen Film, das heißt, du hast einen tollen Film gesehen, aber du weißt nicht mehr jede Szene und jeden Wortlaut und so. Und dort, ist dann entweder checken sie gar nicht, dass ich auf der Bühne gesehen bin, ich bin auf der, was Foto macht, oder sie merken dann, dass das eigentlich ein bisschen eine unangenehme Situation könnte sein. Ja, das wird noch schlimmer. Sehen dann mich mit dem Handy und sagen so, du bist ja gut gesehen. alles okay, du bist ja ein Foto. Ja. Eigentlich müsstest du dann sagen, gut, jetzt machen wir aber noch ein Foto zusammen. Und du schickst mir so auf Instagram und markierst mich.
Machen beide so. Aber das ist ja, apropos, irgendwie beim vorletzten Programm mache ich so, am Schluss sage ich so irgendeinen blöden Spruch von wegen, wenn es euch gefallen hat, schreibt etwas auf Social Media, so, nichts Grosses, nur irgendwie danke für die beste Nacht von meinem Leben, oder irgendwie so. Weißt du, wie viele Menschen das denn tatsächlich geschrieben? Und du hast das eigentlich aus einem Joke raus, hast du das eben schon können steuern. Ich check ja den Kontext in dem Fall. Andere Menschen gesehen haben, dass jemand gepostet hat, von Mutzenbecher, danke für die beste Nacht von meinem Leben. Oder das schönste Oben von meinem Leben, was ich ja immer gesagt habe. Dann hast du gesagt, das ist ja gar nicht so schlechte Werbung. Es ist gar nicht so schwierig. Ja. Das Problem ist, dass wir den Leuten viel zu viel Eigenverantwortung lassen. Ja. Das ist völlig klar. Also, dass sie die Freiheit haben, um das machen oder nicht machen, ist der erste Fehler im Marketing-Textbook. Aber ja, so, was Verwechslung anbelangt, ist glaub, meine bisherige, es ist nicht mal so eine aktive Verwechslung gewesen, aber mein schlechtester Auftritt wahrscheinlich, den ich je hatte. Weil ich habe so das Glück, dass ich nicht viel von denen hatte, weil ich immer irgendwie genug okay rauskomme. Ja. Aber sogar eben bei Weihnachtsessen. Und ich habe so das schlimmste Weihnachtsessen. Und auch, weil meine Agentur sehr gut ist. Das heisst, dass sie weiss, was ich mache. Und sie, viel Bullshit. Weißt du, Bullshit im Sinne von, ui, der ist aber nicht der Richtige für das. Genau. Ich helfe auch euch, die jetzt gerade buchen wollen. Ja. Nehmt nicht den Renato, das ist nicht die richtige Person für das. Auf jeden Fall war das irgendwo in einem Restaurant, Weihnachtsessen. Und dann bin ich dort an und dann hat er so gesagt, nur schon, hat er so gesagt, hey, findest du easy, wenn ich einfach sozusagen, ich dann so sage, ja, ich habe da einen im Stegenhaus getroffen und der erzählt da jetzt irgendwie was. Und ich bin immer so, mir ist immer alles mega egal. Ich habe gesagt, ja, easy. Weil ich auch ein bisschen selbstbewusst habe, dass ich einfach ein bisschen aus Erfahrung, ich weiß, dass ich das meistens kann auffangen kann. Yeah. Und auch sogar verarbeiten. Und dann hat er so gesagt, ja, nein, das ist nur der eine Teil von dieser ganzen Misere. Und dann hat er so gesagt, ja, gell, und gell, du kommst aus Schaffhausen. Und dann habe ich Gabriel Vetter, natürlich, der Gabriel kommt aus Schaffhausen. Und das, so, nein, ich komme aus St. Gallen. Und er so, oh. Oh, blöd. Kannst du echt so tun, als kämst du aus Schaffhausen? Und ich habe so gefunden, du ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die da irgendwo im Aargau oder was auch immer siehst, den Unterschied hören zwischen einem Schaffhauser und einem St. Gallen. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht das Problem. Das Problem sage ich, seine Firma war so eine Blechfirma, die machen Nummernschilder für 80% von der Schweiz, sind die. Und die haben mir ein Nummernschild gemacht, wo Renato draufsteht und eine Schweizer Flagge und eine Schaffhauser Flagge. Und er hat gesagt, ob ich einfach können, so das, schick mir dann noch eine St. Gallen-Version. Natürlich, ja. Yeah. Ist jetzt nicht so, dass ich mega scharf auf das Nummernschild bin, erstens, aber ist auch egal, ist schon lieb. Aber ich weiß auch, dass ich daheim innen Dekoration macht meine Freundin und das ist auch richtig so, wegen der Rollenverteilung. Nein, weil sie das einfach super macht und ich null Stil habe. Und dann hat er aber gesagt, könntest du dich bitte, dann habe ich einfach gesagt, ja okay, ich sage viel Ostschweiz und so. Yeah. Also dort hat es halt schon angefangen. Und dann komme ich so rauf, dann sagt er, ah, ich habe da und dann habe ich noch so gesagt, dann sage ich als erster Joke irgendwie so, oder einfach als Spruch, ja, so hole ich mir meinen Auftritt in. Ich gehe irgendwo in ein Restaurant, stehe ins Stegenhaus und wenn jemand Kunden sagt, willst du einen Auftritt machen, sage ich ja, einfach für 5'000 Stutz. Und dann haben wir das gemacht, geil, oder? Yeah. Das kann aufgehen, wenn der Auftritt nachher super funktioniert. Yeah. Weil natürlich überlegt niemand, hat er wirklich 5'000 Stutz bekommen. Aber wenn du den Preis schon zum Thema machst, hast du den Preis zum Thema gemacht. Und yeah, wenn es scheiße ist, denkt sich dort, what the fuck, warum hat überhaupt irgendjemand irgendein Geld ausgegeben? Ich fange an und dann das Erste, und dort ist genau das passiert zu St. Gallen, ein bisschen, also St. Gallen, Ostschweiz, Schaffhausen. Und dann habe ich mein Zeug gemacht und ich habe wirklich nicht heikles Zeug gemacht. Aber es ist einfach, erstens, nichts passiert. Es ist keine Reaktion und das ist noch nicht so schlimm, aber ein Tisch war auf die ganze Zeit am Schnorren gewesen und hat irgendwie angefangen, so nach 20 Minuten von dieser halben Stunde, mich aktiv zu sabotieren. Also so extra Sachen drin rufen und so, ja, und so, weißt du, richtig so. Und einer 5 Minuten vor Schluss steht einer auf und sagt, ich gehe jetzt mal aufs WC. Das ist so richtig unangenehm. Das heisst, die einen haben es nicht so mega geil oder wichtig gefunden, aber die haben natürlich, die haben ich überhaupt nicht mehr erreichen können, weil da ist der Problem her, oder? Yeah.
dann war es fertig. Meine letzte Nummer war am immer, es ist gerade am Scheitern und so, und dann sage ich immer am Schluss, ist der letzte Satz eigentlich. Und wünsche auch alles Gute, weiterhin viel Erfolg, gute Zeit. Und wenn er irgendwann mal scheitert, schaut, dass niemand zuschaut. Ja. Und dann habe ich so gesagt, und wenn er irgendwann mal irgendwo scheitert, so wie ich jetzt gerade da, schaut, dass niemand zuschaut, macht es gut, tschüss zusammen. Dann ist noch nicht fertig, kommt der Typ ans Mikrofon und zeigt noch so, ja, also das ist im Fall übrigens der Renato Kaiser, der ist im Radio und im Fernsehen und der ist im Fall wirklich ähnlich wie das mit dem Handy oder so. Ja. Und dann ist er weg und ich bin dann nochmal führen und habe dann gesagt, hey, look, das ist zwar mega lieb. Also zuerst hat er mir das Nummerschild geschenkt. Gesagt, look, ist wirklich mega lieb, aber look, es ist auch nicht schlimm, meine Mutter nicht kennen. Also ich bin erstens, ich bin einfach auch nicht so, so bekannt. Ich bin so okay bekannt, aber nicht so, dass jeder mich muss kennen. Und abgesehen davon, look, so machen wir es. Ich trete irgendwo auf, ich gebe mir so viel Mühe wie möglich zum Gefallen. Meistens funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Da hat es nicht so gut funktioniert, darum möchte ich an dieser Stelle allen Danke sagen, die jetzt halt zugelassen haben und ruhig sie sind. Aber zu dem Tisch, das ist dann mein Roger-Moment wieder gekommen, zu dem Tisch möchte ich gleich noch etwas kurz sagen. Ich weiss, es ist schwierig, eine halbe Stunde jemandem zuzulassen, wo man nicht hat wollen hören und so. Aber ganz ehrlich, das Verhalten, Aufstehen und das Witz und so, für erwachsene Leute ist das einfach lächerlich. Mir ist es egal, weil mich verletzt das nicht. Das ist mein Job da. Ich bin nachher weg. Aber das wollte ich einfach noch kurz loswerden. Gut, schönen Abend miteinander. Oh mein Gott. Und er ist zum Glück, also mir ist in dem Moment wirklich ein bisschen egal gewesen, weil einfach, weißt, das Wichtige ist mir nicht, ich will nicht die bekehren, oder ich, ich will es aber gesagt haben. Mhm. Ich will nicht rausgehen und es nicht gesagt haben. Yeah. Und er ist aber zum Glück irgendwie, er hat so gefunden, also er ist froh gewesen, dass ich es noch gesagt habe, weil sie hätte ja er müssen und so. Und ja, aber jetzt habe ich das St. Galler Nummernschild daheim und Schaffhauser und St. Galler? Hast du zwei in dem Fall? Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Schaffhauser ist bei uns daheim und St. Galler ist bei meinen Eltern. Von der Blasfirma. Ja. Eben, mein schlimmster Auftritt war für eine Glasfirma, aber die haben mir kein Fenster geschenkt. Also. Was ist denn nicht passiert? Ist einfach nicht gut gelaufen? Oder? Also nein, also ich hatte ein paar schlimme. Ich hatte einen Zug, eine halbe Stunde für so einen Donatorenverein vom EV-Zug. So. Also ich würde nur noch kurz sagen, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin auch sehr vergesslich. Vielleicht verdränge ich einfach gewisse Sachen, aber nein, das aber ist der Einzige, wo geblieben ist. Also du weißt in dem Moment, früher sogar, ich habe zwar nie das Gefühl gehabt, das fühlt sich jetzt mega scheiße an. Weißt, und eben, ich bin immer schon recht angstlos und furchtlos in dem Moment. Und habe dann eben zum Teil auch so ein bisschen das, nicht der Trotzmoment, sondern so jetzt erst recht. Mhm. Ich mache es für mich und Vollgas. Und ist ja normalerweise auch durchaus erfolgsversprechend. Ja, und vor allem, es ist auch geil, weil ich muss mir dann immer sagen, ich habe früher habe ich moderiert. Und wenn ich für eine Firma etwas haben müssen moderieren, habe ich wirklich, ich kann dir nicht beschreiben, wie viel Selbsthass ich kann haben. Ohne Scheiß, wirklich einfach so, für mich ist das so der Inbegriff von, einfach, ich habe mich nicht wohl gefühlt damit. Und ich habe das Gefühl, ich bescheisse, weil ich kann das gar nicht wirklich. Ich habe das Glück, dass ich öffentlich schwätzen kann, aber es macht mich fertig in Vorbereitung und ich habe mich wirklich gehasst und bin zum Teil danach heimgefahren und also gedacht, oh mein Gott, und dann hast du noch so viel Geld gekriegt für das. Und so. Komplettes Sellout. Nein, wirklich. So viel Geld. Aber wirklich, es ist so, für das ich irgendwie gesagt habe, da ist der Schockistand und da können wir eine Zigarre rauchen. Weißt du, irgendwie so, egal. Und bei Comedy ist darum die große Erlösung gewesen. Egal wie schlimm ein Auftritt gewesen ist, ist so gewesen, du machst das, was du immer willst. Voll geil. Und irgendwie, du hörst von deinen Vorbildern von schon klein auf, hörst du so Geschichten, wie sie eben auch vor zwei Leuten auftreten sind und wie dort mal etwas nicht gelaufen ist und so. Und du denkst, das gehört dazu. Und das ist so, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich dann in so eine Raus-zu-Moment, wo ich so finde, schau jetzt den anderen an. Tatsächlich, jetzt macht er das. Mhm. Weißt, 20 Jahre später ist er da. Eben in Zug, macht eine halbe Stunde zu absoluter Stille. Und dann kommt der Chef und sagt, super gesehen. Und sagst, ja, also es geht. Also, doch, sie haben am Schluss geklatscht.
Was? Was? Nein, und das Schlimmste ist für die, wahrscheinlich, ich darf jetzt nicht zu viel sagen, also eben irgendwie Glasfirma, he? Irgendwie so. Und dort ist so, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt im Podcast, aber ist egal. Dort ist wirklich gesehen, eben, machst du irgendwie 30, ich lasse mir dort meistens ein Fenster geben und ich sage, es sind nicht genau 30, sondern man macht irgendwie 25. Oder wenn's, 35. Genau, wenn es gut läuft, gibt es noch etwas dazu und bla bla. He? Plus, minus. 25 bis 30 ist, glaube ich, Definition gesehen. Und am Anfang ein Crowdwork gemacht, hat noch halbwegs funktioniert. Irgendwie verwitsche ich immer irgendwie noch die Frau vom Chef und weißt so, oder? Das finden die Leute lustig. Problem ist aber gesehen, das ist in ihrer Lagerhalle gesehen. Das heisst, also es ist eh schon alles schief gelaufen bis dahin natürlich, weil Soundcheck ist über die Band gelaufen, wo er auftreten ist. Die haben einen Hall auf dem Mikrofon gehabt. Ich so, hallo, können die den Hall wegnehmen? Und dann sagt er dann so, nein. Und ich so, was? Und nein, das geht nicht, das ist nein. Das Hallmikrofon. Er sagt wirklich auf so, nein. Und die Sängerin sagt so, ja doch, komm jetzt, kannst doch den Hall irgendwie rausnehmen. Dann rastet er komplett aus und sagt, das iPad! Ich habe das iPad geschlossen, gute Frau! Weißt du, schreit so um. Das ist ein grosser Meltdown, dass quasi die ganze Equalizer ist auf dem iPad und das ist irgendwie kaputt gegangen in der Anreise. Das heisst, er kann nichts verändern. Das heisst, so wie es jetzt ist, muss es halt irgendwie sein. Dann stellt sich raus, das geht aber auf jedem iPad, weil du irgendwie auf der Weblösung hast, oder? Dann holt irgendwie die Assistentin vom Chef, holt dann im Büro ein anderes iPad. Irgendwie haben wir es angekriegt. Gut. Dann warte ich natürlich irgendwie 7 Stunden gefühlt, bis ich mal dran bin. Und das ist alles in der Lagerhalle. Und richtig viel Stutz für das Weihnachtsessen. Richtig viel Stutz. Weil, ich weiß nicht, wie viel Food stand. Und zwar immer von Independent Leuten. Das ist der Paella Truck. Wenn du da willst, kommt er. Das ist der Typ mit seiner kleinen Steinofen-Pizza. Dort hast du einen geilen Apero und so weiter und so fort. Und es ist alles in der gleichen Halle. Und es ist eh riesig, weil die haben ja so was weiß ich für Fenster und solche Sachen. Und dann hast du so ein paar Festbänke. Und dann fange ich eben an. Die ersten 5 Minuten sind noch okay. Aber es sind eh nicht alle am Platz gesessen, sondern ein paar sind halt beim Apero-Tisch geblieben. Und die saufen dort jetzt auf einen nach dem anderen. Und du hörst alles in der Halle. Du hörst würde es schon hören. Aber es ist dann halt einfach. Durch das sind 2, 3 animiert irgendwann auch mal aufzustehen und gehen rüber und so. Und es ist ein riesen Lautstärkepegel. Weißt du, dass du offensichtlich lustiger ist. Ja, genau. Absolut. Und vor allem wirklich war 70-80% habe ich gemerkt, die verstehen mich nicht einmal. Wirklich. Einfach nicht aus der Schweiz und irgendwie. Du halt alles Schweizerdeutsch, oder? Ja. Und dann wird es immer schwieriger. Und dann denkst du, okay, dann sind auch 25 noch lang. Ja? Aber ich glaube, es ist 30 bis 35. Ich weiß nicht, was genau siehst. Ich habe auf jeden Fall in meinem Kopf gewusst, ich mache 25. Ich habe gefunden, ist mir scheißegal, dann mache ich ein bisschen kürzer. Die Leute werden nicht nachher auf die Uhr schauen, sondern sie werden froh sein, dass es vorbei ist. Oder? Ich spiele so für mich und ich nehme alles auf, jedes Mal mit dem Handy. Ich habe die Aufnahme noch. Oh. Was dann nach 22 Minuten passiert. Nach 22 Minuten läuft eine Frau langsam zur Bühne. Und zwar so, dass ich es muss ansprechen. Und zwar ist sie wirklich, ich mache es jetzt schnell bildlich und nachher beschreibe ich, wie sie es gemacht hat. Sie ist so auf die Bühne zugelaufen. Sie hat so mit beiden Händen hat sie sich so hin und her gewippt und hat so einen mega grossen Smile drauf gehabt. Und hat wirklich so, du musst es ansprechen. Und ich wirklich so, mitten in einem Bit, ich habe so, ja, was passiert jetzt? Und sie läuft so immer wie näher. Und dann ist sie so unten an der Bühne, und die ist eine hohe Bühne gesehen, sicher 1,40 oder so. Schaut so hoch und sagt, ich muss es im Originaldialekt machen, wie wäre es, wenn wir ein bisschen Pause machen? Und ich so, und ich alles ins Mikrofon, gell? Ich so, also wir Pause. Ein bisschen Musik hören. Und ich so, ja, also mit Pause meinen sie, ich komme danach nochmal oder ist das jetzt? Und sie, einfach ein bisschen Pause. Und dann sage ich extra noch, eben, weil ich habe es dann auf Ton yeah. Und
es ist auch so im Vertrag etc. Also wenn ich jetzt von der Bühne gehe, dann ist es vorbei. Ich mache nicht noch ein zweites Set. Yeah. Vor allem nicht unter den Umständen. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe so, dann ist es vorbei. Und sie, mach mal fertig. Und dann sage ich noch, und sie haben Berechtigung, das zu entscheiden. Und sie, ja. Und ich, okay, in dem Fall war es das gesehen von mir. Danke vielmals. Ein paar Klatschen. Ich gehe von der Bühne. Danach kommt die Band. Da haben sie scheiss Freude, dann gibt es Vollgas. Und dann kommt einer zu mir und sagt, die machen jedes Jahr den gleichen Fehler, es tut mir so leid. Ich so, was? Also, ja, eben, die Leute verstehen es nicht einmal. Und ich so, ja, weißt du, wenn ich es gewusst hätte, ich hätte Hochdeutsch können. Und er so, nein, das geht auch nicht. Glaub mir's. Vor zwei Jahren ist Rob Spence da gesehen, da habe nicht mal ich verstanden. Und dann habe ich so, das ist eben ein von den Momenten, du hast eine Agentur, die das macht. Ich habe zum Teil die Anfragen selber bearbeitet, zum Teil auch über die Agentur. In gewissen Momenten findest du so, eigentlich sollten wir eben euch jetzt einen Gefallen machen und sagen, nein. Und dann manchmal denkst du so, man sagt es dir noch. Ja, ja, weißt du, es gibt durchaus, also ich meine, also das ist ja wirklich, also so etwas habe ich noch nie erlebt. Aber jetzt kommt es eben, weißt du, Wie der Typ mich anmoderiert hat und was er nachher gesagt hat, das habe ich jetzt ausgelassen. Ja. So ist natürlich schon mal sehr schwierig, den Auftritt überhaupt durchzukriegen. Er kommt auf die Bühne, genauso wie irgendwie haben im Steghaus getroffen. Er ist auf die Bühne gekommen und ist mir jetzt scheißegal, ich erzähle es einfach. Ich behaupte, es ist ein grosses Familienunternehmen, ja, über mehrere Generationen. Und so wie früher auch irgendwann mal der Depp König geworden ist, wird es halt auch bei einem Familienunternehmen, wird es nicht immer die gleiche Qualität. Nicht jeder ist zum Chef geboren. An Generation sein. Er kommt auf die Bühne und macht als erstes mit dem Mikrofon so, dass ein paar wirklich so weißt du, oh, sie mich geil finden. Ja. ich wäre so gerne dabei gewesen. Er hat noch gesagt, er moderiert mich an oder, und fragt mich vorher noch so, soll ich irgendetwas Spezielles sagen? Und ich irgendwie so, Nein, nicht spezifisch. Also wenn du willst, Beatbox wäre gut. Ich habe schon ein paar Fernsehauftritte gehabt. Ja, das ist das Letzte gesehen, weißt du, oder? Und dann macht er zuerst das, dann sagt er irgendwann, yo, jetzt kommt ein. Das sagt von sich, er sei der beste Komiker auf Erden. Und ich stand, weißt du, quasi unten, die Leute sehen mich schon, und ich schüttle so den Kopf, so, nein, im Fall, das habe ich nicht gesagt. Und dann hat er gesagt, nein, er sagt von sich, er sagt, der schlechteste Komiker auf Erden. Du bist schon auf dem Mutzenbacher. So, das war die Moderation gesehen. Nachher hat eben absolut gestorben auf der Bühne, das ganze Ding. Komm von der Bühne, dem Typ ist es eben auch noch recht scheißegal. Er sagt wirklich so, du weißt auch nicht, was du siehst, vielleicht der Dialekt oder so, also, mach's gut. Dann hat es natürlich schon noch Diskussionen gegeben, von wegen, es ist nicht so gut gelaufen, können wir etwas mit dem Stutz machen und so. Ja. Und mir so, nein. Ja. Sorry, in dem Fall, nein. Aber gut. Also, aber eben auch dort, ohne Scheiß, ich habe es nicht schlimm gefunden. Ich bin im Auto gesehen, zurückgefahren und ohne Scheiß, also ich habe meine Freundin angerufen und habe ihr erzählt, damit sie schnell Tränen lacht. Und ich habe gewusst, ich treffe nachher noch zwei Menschen aus der Szene und oh mein Gott, die werden es lieben, wenn ich denen das erzähle. So wie du jetzt auch lachst, oder? Und das ist der Out-of-Body-Moment, den ich dann immer habe. Ich habe so gefunden, oh mein Gott, es ist zwar ich auf der Bühne und ich empfinde sonst mega schnell Scham und was weiß ich, aber in diesen Situationen ist es einfach so, scheiße, ist das geil. Ja. Ja, genau, also ich habe dann auch irgendwann auf der Bühne durchaus der Egal-Moment. Yeah. Also, weißt, und nicht einmal, es ist nie so etwas Absurdes passiert, wie jetzt in dem Fall. Aber zum Beispiel in dem schlimmsten Fall, den ich hatte, habe ich meinen Auftritt astrein durchgezogen. Und zwar einfach innerlich habe ich so gefunden, okay. Weißt, es hat mir nicht mal, weil, wenn es währenddessen frustriert, oder? Wenn du währenddessen anfängst zu überlegen, dann kannst du den Auftritt dann nicht mehr machen. Aber du musst irgendwann in so einem Moment auf den Schalter umstellen und sagen, jetzt machen wir es halt. Genau. Oder? Egal, wie es halt ausgeht. Und ehrlich gesagt, bei denen, der Anlass, der erinnert mich an einige alles, wo ich mich frage, und teilweise auch sie, wieso haben wir mich überhaupt eingeladen? Ja. Also ich sage einmal,
super, danke. Ich weiß nicht, irgendwie mal so eine Mitgliederversammlung oder so, wo nur alle 10 Jahre von einer grossen Versicherung. Und die hat einfach so, ich glaube, Bern Expo Halle, 3 Hallen. In der einen Halle hat, Philipp Fankhauser gespielt und alle haben so Kopfhörer angehabt. Aber es ist wirklich so alles so High-Quality-Shit. Und eben halt überall so, dort war irgendwie der Alphorn-Ecke, dort ist der Rave-Ecke, gut, Rave nicht, aber du weißt ja. Ja, ja. Genau so. Und dann habe ich meinen Auftritt, 1/2 Stunde auf dieser kleinen Bühne, wo durch die ganze Halle, bis zu hinterst hin, ich bin fertig mit meinem Auftritt und dann höre ich von ganz hinten, so, okay, cool. Oder? Und ich habe dann einmal so gefragt, warum macht ihr das? Ja, ja. Weil, also ich nehme die Gage, vor allem dort ist das so, ich habe noch nie so viel Geld bekommen und das ist irgendwie, halt schon 10 Jahre her oder so. Und dann haben die oder auch andere dann haben so gesagt, das ist einfach so, wir brauchen eine Alphorn-Gruppe, wir brauchen eine Band später, wir brauchen dann das Chörli, wir brauchen noch einen Comedian oder einen, was auch immer. Das wird jetzt auch nicht ändern. Es kann jedes Jahr genau das passieren oder alle 10 Jahre, was auch immer. Und sie werden immer wieder einen einladen. Genau. Also, irgendeiner, der noch schlechter Deutsch redet als Rob Spence. Ja, weißt, aber weißt du, es ist ja dann auch irgendwie dazwischen, kommt mal ein Zauberer und das funktioniert dann auch. Aber scheißegal. Also das Jahr drauf ist dann eben wieder Stand-up, dann ist das, dann ist das. Und wir wollen es nicht beklagen, weil wenn sie auf einmal anfangen, uns nicht mehr buchen, dann haben wir die Auftritte nicht. Genau. Aber weil je mehr solche Auftritte man dann hat, wo dann vielleicht mal ein Stutz geben, desto mehr können wir auch vor 40 Leuten spielen und Tickets splitten. So. Aber das ist ja wirklich so. Also das ist, es ist ja so, dass man auch, wie viel Freiheiten hast du überhaupt als Künstler zum entscheiden, welche Aufträge das du annimmst oder nicht, oder? Ich habe das Glück, durch das, dass ich noch nie viel Geld gebraucht und mein Lebensstandard hat sich in den letzten 10 Jahren, abgesehen von der Wohnung, wo so ein bisschen teurer ist als die letzte, hat sich fast nicht verändert. Yeah. Aber ich verdiene mehr Geld. Yeah. Aber ich weiß nicht, wie lange das geht. Oder? Es ist einfach so ist halt, wie es jetzt ist. Das heisst, ich kann jetzt jederzeit, wenn ich für das gleiche Datum einen Auftritt, eine Buchung reinkommt für 3'000 Stutz, wo ich aber nicht so mega Bock drauf habe, und eine für 300, wo ich mega Bock drauf habe, könnte ich mich immer noch völlig legitim für die 300er Variante entscheiden. Ja. Abgesehen von der Agentur, aber die ist auch mega cool, sodass ich das dürfte, teilweise. Und das ist eine mega Freiheit, weil wenn ich zum Beispiel vielleicht mal einen 3000er mache, wo mir nur so halbe gefällt, man darf nicht unbedingt gerade seine Seele verkaufen, aber dann kann das auch heissen, das Geld habe ich, dafür kann ich dann nachher wieder 5 solche 300er machen, oder? Ja. Und die Freiheit, die ist mega schön, aber ich habe das Glück natürlich, wenn andere, wo jetzt irgendwie, ich meine, du hast eine Freundin, aber kein Kind, oder? Nein. Eben. Und nur schon, wenn du ein Kind hast, sagen wir mal, du hast Kind, teilweise vielleicht so an einer Geschiede oder was auch immer. Ja, absolut. Dann kannst du nicht mehr sagen, dass der 3000er nehme ich nicht, weil dann sagst du Nein für alle deine Leute, oder? Richtig. Und das ist, also eben, was mir in den Sinn kam, ist so wie, für uns ist das dann eine lustige Geschichte, so haben wir mal gemacht. Dann, je nachdem, mit geilen Geld. Und ich denke, so andere müssen mindestens mit ihre Rechnung nehmen, dass sie so Sachen einfach auch Mühe machen. Ja, aber das ist klar, es ist nochmal etwas anderes, wenn du dann eine Familie hast und so weiter und so fort. Aber lustigerweise ist das für mich schon recht früh eine ziemlich bewusste Entscheidung gesehen, wo unabhängig von, ob ich es mir kann leisten kann, ich habe gesagt, das mache ich und das mache ich eher weniger. Und mit der Zeit erlaubst du dann auch noch mehr. Aber ich habe alle diese Schritte habe ich zum Glück eben durchmachen können mit Moderationsauftrag und auch ein bisschen Schauspielauftrag und so Sachen. Dort hast du eigentlich den ganzen Bullshit gemacht, dass eben, wo du dann Tag X bei mir, ich mache jetzt nur noch Stand-up, dir das dann auch ein bisschen hast aussuchen können. Und dass dann tatsächlich ein Kollege wird 50, ich schenke ihm einen Auftritt von mir, weil er sich das wünscht. Das Geile ist ich mache das gratis wenn du und sage Bank X für 9 Tonnen ab. Genau, und du kannst ihm dann sagen, ich schenke dir den Auftritt, er hat aber 9'000 Stutz gekostet. Das heisst, ich habe dir eigentlich 9'000 Stutz geschenkt. Mega geiles Geschenk.
Ja, also es ist... Du musst dem 20 Jahre nichts mehr schenken. Quasi, ja. Ja, aber in dem Moment ist dann eben auch noch, weißt du, mein damaliger Manager und der versteht es dann auch. Das ist eben dann das Geile. Ja, ja. Und sagt, hey, look, ist okay. Die Frage irgendwann wieder an. Ja, ja. Und dann behauptet, die passiert ja auch sogar noch so ein zusätzliches Element von wegen, gut, jetzt nicht mal um die Bank, sondern grundsätzlich, aha, ich kann nicht auf den Renato haben, wenn ich den will haben. Mhm. Ja, ja. Und das ist eben auch noch geil, wenn du einerseits das selber hast und eben, wie du auch schon gesagt hast, wenn du ein Management hast oder eine Agentur, die mit dir da auf einer Schiene ist. Weil ich meine, ohne die Agentur, ich würde mich so schlecht verkaufen. Ich würde mich mega billig verkaufen. Mhm. Also mein erster zahlter Auftritt ist so ein unglaublicher. Also dort habe ich eben noch keine Agentur gehabt. Ich habe einen Auftritt gehabt in einem Rotary Club, das war noch dort einfach gratis gewesen. Ja, klar. Natürlich. Ja, ja, logisch. Aber dort bin ich auch, es war wirklich nichts gewesen. Oder? Aber hast du einfach mitessen? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall haben die nachher meine Leute gesehen von der Industrie- und Handelskammer St. Gallen Appenzell. Mhm. Ich keine Ahnung gehabt, was das ist und so. Ja. Sagt, ja, Neujahrsapero. Jetzt kommt 2007. Ja, Neujahrsapero. Wir wollen einen Auftritt machen. Und ich sagte, ja, wie viel kostet das? Und ich so, fuck. Dann habe ich so in der Slam-Szene gefragt, wie viel das muss. Yeah. Und das ist eben so lange her. Dann hat sie gesagt, ja, sicher nicht unter 300. Yeah. Und ich habe gesagt, 300. Und sie so, okay. Und dann bin ich dort hin, in den Festsaal vom Stadthaus St. Gallen. Und kommen dort hin, alle im Anzug und so, oder super offiziell. Und ich so, ah, okay. Dann passt mich der ein von denen ab, so ins Büro, und sagt noch so ganz schier so, hey, das hat der andere geregelt, wie viel kommst du nochmal über? Und ich so, 200? Weil ich, was? Ja, weil ich so, ich bin so, ich hab so Angst gehabt. Ich hab so, nein, 300 ist witzig. Und er ist so in dem Sessel so, okay. Also, wahrscheinlich der Sessel, den er drin gesessen hat, hat wahrscheinlich so das Dreifache gekostet. Oder? Dann hat es mir noch so einen Whisky geschenkt, wenigstens noch einige, also Single Malt, okay. Und dann der Auftritt, Nationalrat, Armee und der fucking Bundesrat Merz im Publikum. Und ich mache ihm diesen Auftritt für 20 bis 30 Minuten für 200 Stutz. Fragen. Also mein klar, Gott. Wenn wir das jetzt heute nicht mehr so passieren, aber yeah. Durch die Agentur halt eben noch weniger. Und eben die Agentur muss, weil es gibt sicher auch Agenturen oder Menschen, die einfach mal so sagen, wenn die Bank sagt, es gibt 1500, ist 1500 haben oder nicht. Yeah, und andere Menschen sagen einfach, sorry, das machen wir nicht unter was auch immer. Genau. Oder? Und das, ich finde es aber immer lustig, wenn so ein bisschen, wenn die Diskussion losgeht über wie viel das KünstlerInnen verdienen etc. und so, das immer so, es wird eher vorgeworfen, dass man irgendwie zu viel verdient für das, was man macht. Mhm. Also so ein bisschen, entweder man ist ein brotloser Künstler, yeah. Dann finden das die Leute so ein bisschen romantisch, yeah. Aber auch lächerlich, yeah, oder yeah. Nicht ernst zu nehmen. Oder du hast es geschafft und dann bist du relativ schnell so ein Kulturschmarotzer. So, es gibt so die zwei Levels und dazwischen. Aber was eigentlich dazwischen ist, ist so relativ, wenn es gut läuft, hast du ein gutes Gehalt, das andere Leute auch haben. Also. Yeah. Und sie unterschätzen auch, dass wir das müssten zu unserem Beruf, den wir eh machen, müssten wir das sonst auch noch machen. Also wir müssen uns um eben so Kalt, Gageforderungen, was auch immer, und das Administrative, müssen wir uns alles auch noch kümmern. Also so, mich würde es komplett überfordern. Ich und mach's noch, jetzt nicht. Bist du wahnsinnig? Es ist wirklich für mich kein großer Aufwand. Oh mein Gott, jetzt hast du alles entzaubert. Nein, sorry, also es klingt so blöd. Ich muss dazu sagen, ein guter Kollege, der diesen Job macht, hat auch gesagt, mit mir einer der ganz wenigen Menschen, der das selber kann machen kann. Okay. Und das ist wirklich halt einfach, weil ich es seit Jahren, ich bin absolut Control-Freak, es ist immer also schon mehr. Also du machst es auch gern? Ja. Mhm. Und Gageforderungen und so Zeugs, ist mir eben auch schon früher, eben, weil ich schon früher gefunden habe, ich mache hauptsächlich im Comedy mein Business nicht abhängig von
Firmenanlässe etc. Also baue ich mir irgendwie anderes Zeugs auf. Das heisst, wenn ich jetzt noch nicht kann, solo 300er Saal fülle, dann kreiere ich halt andere Shows, wo ich in irgendeiner Art und Weise kann, teilnehmen kann. Eben dadurch, dass bin ich jetzt Veranstalter geworden, kommt im Balz, mittlerweile haben wir ja noch Parterre, LWB, OC und so weiter und so fort. Dass dort nicht gross etwas übrig bleibt. Aber mach 5 von denen jeden Monat und du hast trotzdem schon wenigstens irgendwie Miete und Krankenkasse drin. Oder irgendwie so. Weißt? Durch das ist eben, wenn mal ein Dreh rauskommt, nicht gerade, ah, muss ich nehmen, sondern ja, kann man dort eben bei denen 300 bleiben. Weil weißt du was, wir machen noch zweimal in dieser Woche nochmal 300 bis 500, nochmal 1000, nochmal das. Das heisst, ist das eigentlich so. Darum zahlst du bei deinen Mixed Shows keine Gage. Genau. Ah, also, wir haben, los jetzt, wir haben noch das Putze-Equipment gehabt. Und es ist auch für dich eine Plattform. Genau. Also. Wirst du aber bestätigen können, ich zahle ohne Scheiß, ich zahle die Gage, die ich schon immer gefunden habe, würde ich auch wollen. Das sagt jetzt natürlich nicht. Doch. Nein, nein, es war nur ein Witz gewesen. Wir fühlen uns alle sehr wohl beim Joel. Wieso schaust du? Nein. Aber dort, eben, zum Teil kommt auch noch dazu, bei diesen Mix-Shows nehmen wir das Risiko von uns. Ist ja schon oft gesehen, dass wir dann halt nicht verdienen. Scheißegal. Sondern es bringt dir dann wieder etwas, weil die Person XY ladet dir dann mal in ihre Mix-Show ein. Zahlt dir dann auch das, was du findest, ist fair, weil mit dem hast du eben so ein bisschen einen Marktpreis Kreiert. Aber wie siehst du, das ist nur schon das, eben, wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin so froh, dass ich kein Veranstalter bin. Ja. Yeah. So. Und du machst das halt gern. Also wir können die Gage nicht mehr geben, also ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Jo, einfach nicht viel, aber nein. Aber nein, was sogar krass ist, ich habe schon Diskussionen gehabt, ich meine, du machst noch viel länger Sachen auf der Bühne als ich, aber ich meine, wo wir angefangen haben, hat es noch keine großen Comedy-Möglichkeiten gegeben. Und dann sind irgendwie, eben, du kannst mit dem Büssi reden, mit dem Charlie und was weiß ich, dann fährst du irgendjemanden an, für gratis, weil die vielleicht Veranstalter dann mal in seine Location bucht und so. Und du hast das alles aus eigener Tasche gezahlt. Und wir geben für mittlerweile Newcomer, geben wir Gage, wo früher haben Leute geschrieben, kann ich überhaupt mal auftreten bei euch? Und du musst sagen, nein, weil wir nehmen keine Newcomer. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir nehmen Newcomer und wir geben da sogar etwas, damit du sicher nicht drauflegst. Und dann halt heisst es, das ist aber schon ein bisschen wenig. Also weißt du, das ist, ja, ich weiß, aber das es ist. Es geht in beide Richtungen dann auf einmal, was du findest, aber. Mega fest. Also ich meine, eben, ich kenne es ja auch so, Levels geben, sozusagen. Ja, natürlich. Nein, ich meine, ich kenne das natürlich sozusagen Stand-up-Anfängen oder Comedy. Wie das da war, ist natürlich nicht so gut, aber beim Slam ist es genau gleich so. Slam hat immer schon die Grundeinstellung gehabt, grundsätzlich, wir teilen, was am Abend kommt, teilen wir durch alle. Yeah. Und eigentlich sollte es für alle für die Fahrkosten lang. Also eigentlich sollten alle die Spesen bekommen, aber natürlich, wenn mal dort mal vor allem halt nur 20 Leute kommen, dann haben halt alle, und da hat man auch nicht drüber diskutiert. Und nachher hat es angefangen, dass Slam ein bisschen grösser geworden ist, und dann ist es ganz klar gewesen, sicher alle, die eingeladen werden, kommen sicher die Fahrkosten über, egal woher das kommt, also aus der Schweiz ist ja dann übersichtlich, also nicht unteuer, aber du weißt etwa, weil das strange ist. Nachher hat es angefangen, dass man auch muss sagen, ja, so und so viel muss einer drin liegen, aus der Sicht von der Veranstaltung gegenüber dem Haus oder so, so viel müsste einer schon können gehen. Yeah. Und das war immer noch easy gewesen. Und dann hat es auch irgendwie genau den gleichen Moment gegeben, dass du dann, weißt du, es ist immer schwierig, man sagt, ja, früher noch, klar, sind wir früher noch für kein Geld irgendwo an und haben irgendwie das Dritte auf dem Sofa gepennt oder so. Da kann man schon romantisieren, aber das ist nicht der Maßstab. Yeah. Aber trotzdem ist dann heute, oder heute kann ich es nicht mehr sagen, aber es hat dann schon so eine Zeit gegeben, wo auf einmal halt eben relativ junge, neue Leute gefunden haben, kein Hotelzimmer. Ja, yeah, ja. Yeah. Oder? Und ja, das ist ein weiterer Grund, warum ich sehr gern nicht Veranstalter bin, weil halt einfach die Diskussionen will ich nicht mehr so führen. Ja, aber ich glaube, mir hilft es, dass ich eben selber auftritt. Dass dann dort, es ist so wie, weißt du, klassisch in einem Büro, wenn der Chef den Job auch noch muss machen muss, ist etwas anderes wie der, der ab und zu schnell in den Raum hineinschaut und sagt, was machen die da eigentlich?
weißt du, so. Also ich glaube, es hilft, zum, ich verstand alle Seiten und ich bin jetzt wirklich ein paar Jahre schadlos durchgekommen, ohne dass ich euch jemals eine Gage zahlen musste. Die Schichtung. Die Schichtung hat funktioniert. Darum hilft es in diesem Punkt sicher. Aber ich glaube, es gibt sicher, ich denke jetzt wieder an den Film, weil ich den vor fucking 2 Tagen gesehen habe, der heißt übrigens The Price of Everything. Und da habe ich irgendwie eben im Podcast von Bill Burr schwätzt auch über den Film und es geht eben um die Kunst und das Kunstbusiness. Du siehst Künstler wie Kunz, wo es zum absoluten Business gemacht hat, mit Mitarbeitern, die für ihn Sachen ausführen. Und das kostet dann 50 Millionen, das Bild, das er selber gar nicht mal angelenkt hat, zu einem ähnlichen Namen. Kunz, wo irgendwie seit 1971 am gleichen Bild malt. Und das dann irgendwann einmal in ein Segment wird ausstellen, aber sich bewusst entzogen hat von dem ganzen Business, sondern einfach nicht, ich mache auf das, was mir Spass macht. So. Und ich glaube, bei uns ist zum Teil auch die Schwierigkeit, noch die Wertung zu kriegen für die Kunst an sich. Wenn ich Comedy in den USA anschaue, der Comedy Store, das Nonplusultra, wenn du dort paid regular bist, was die grösste Ehre ever ist, dass du dort einfach auftrittst und Geld kriegst, die kriegst $20 pro Auftritt. Das heisst, es geht dort nicht um den Stutz, sondern es geht darum, dass du im Mekka von der Comedy darfst auftreten und dass du irgendwann auch auf dem Side-Ding draussen auf dem Haus angeschrieben bist mit dieser schönen Schrift und dass ein Bild von dir hängt, neben Jim Carrey und neben denen und so weiter und so fort. Und in Deutschland habe ich die einzige Erfahrung, die richtig ist, so mit dem Quatsch Comedy Club, wo mega schön mit diesen Levels eben schafft. Du wirst angefragt, also zuerst gehst du gratis, auf eigene Kosten gehst du an einen Talentwettbewerb. Wenn du dort weiterkommst, dann sagen sie, kannst du wiederkommen, weil du bist weitergekommen, wir zahlen dir das Hotel. Und ich finde es voll geil, die zahlen mir das Hotel. Okay, ich muss den Flug noch oder den Zug oder was auch immer muss ich noch blechen, aber immerhin. Und dann in meinem Fall glücklicherweise irgendwie das Ding gewonnen und dann fragen sie dich ja für reguläre Clubshow. Newcomer-Spot. Und sagst, so geil, sie zahlen dir den Reis, sie zahlen das Hotel und du kriegst noch eine kleine Gage. Trittst 10 Minuten auf jeden Abend, da, 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 da. Dann heisst es, hey, super gesehen, du kriegst eine neue Position, Position 1. Du bist nicht mehr Newcomer, sondern du bist auf der Erste im Line-Up. Und für das gibt es dann doppelt so viel. Und dann hast du schon das Gefühl von Achievement, nämlich du bist schon in dem Fall schon 2 Schritte weitergekommen. Du bist zuerst mal an einem Talentwettbewerb gesehen, dann bist du als Newcomer gebucht worden und dann bist du ein normaler Regular. Und das bist du dann auch immer. Ab dort bleibst du bei dem, bis du irgendwie Headliner bist, also das Finale machst, wo du länger spielst oder moderierst. Und das ist alles. Und das finde ich mega geil. Ja, also lustig ist, man muss ja irgendeine Regelung machen. Also ich meine, ganz grundsätzlich ist es ja so, wieso kostet ein Eintritt dort 35 und dort 25 für die gleiche Show? Also es ist irgendwie auch so, das ist jetzt auch durch die jetzige Situation mit Corona und so, wo man angefangen hat, den Patreon und irgendwelche Produkte wollen verkaufen, und so hat man ja auf zwei Mal überlegen, also ich nicht, weil ich mein Programm in dieser Zeit wollte schreiben und noch eine andere Sache machen. Aber ich trotzdem kurz überlegt, ui, was verlange ich jetzt für welches Geld, oder? Und dann hat man das System irgendwie benutzen, zum sagen, wie viel ist das, was ich mache, wert. Und bei Live-Auftritt, da tut man einfach so, als ob das ja, bei Live-Auftritt haben wir das ja geregelt, ja schon, aber dort haben wir uns auch einfach auf etwas geeinigt, so unausgesprochen. So sagen wir mal, du zahlst 30 Stutz für, keine Ahnung was, für die Schule von Mutzenbecher, aber du hast keine Garantie für das. Du kannst nachher nicht zurückkommen und sagen, ja, aber ich habe nur 80% vom Programm wirklich gelacht, also hätte ich eigentlich das Recht auf eine Rückerstattung von 20%. Da hat man sich einfach darauf geeinigt, dass das so ist es einfach, oder? Und bei so jetzigen Sachen wie Patreon etc. ist alles noch viel klarer, wie viel komme ich über für was. Wenn ich 25 gebe, komme ich so viel über und so viel über und so viel über. Und darum finde ich es eher, ich bin mega froh, dass ich mir die Gedanken nicht so aktiv muss machen, sondern ich, wenn ich überhaupt, weil zum Beispiel veranstalte ich schon, ich habe
die zwei Lesebühnen einmal im Monat. Oder? Mhm. Das ist die gleiche Lesebühne, einfach einmal in Bern und einmal in Bern. Und dort habe ich immer gewusst, so viel Eintritt kostet etwa so etwas, also können wir etwa so viel nehmen. Mhm. Und wenn wir es so machen, dann kann ich auch dem Gast so und so viel geben und dann bin ich auch glücklich damit. Aber eigentlich ist das ganze System für mich, ich bin froh, wenn ich nicht zu viel darüber nachdenken muss, weil wenn ich darüber nachdenken muss, würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden. Mhm. Weil es klingt auch alle so, als ob das System einfach so einfach Sinn macht. Aber ich glaube, wir haben uns einfach über eine lange Zeit darauf geeinigt, dass wir halt etwas so machen, wie wir es jetzt machen. Ja, ja, das ist eh faszinierend. Das finde ich aber auch zum Beispiel, weißt, eben mit Agenturen und dem ganzen Zeug, es ist auch irgendwie mal klar definiert gesehen, wir machen plus minus immer so und so viel Prozent vom Cut. Mhm. Dann siehst du irgendwie im Musikbusiness, wenn ein Management ist es so, wenn ein Label kommt, ist es so. Und es ist oft, das ist oft so, dass so ist es schon immer gesehen und darum machen wir es auch immer so. Zeigt sich eben auch, zum eigentlich den Kreis schließen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Alles, was du am Anfang erzählt hast, ist fernab von dem, was ich erlebt habe, weil ich eben von einer anderen Seite gekommen bin. Nämlich, ich bin noch nie an der Künstlerbörse in Thun gesehen. Mhm. Noch nie hat es danach geheißen, wegen dem kann man dann irgendwie geil an einen tollen Ort auftreten. Mhm. Und wegen dem ist auch eine Erwartungshaltung da. Wegen dem hat man über 50 normalerweise Kulturpublikum, Kulturkommission. Mhm. Das kenne ich alles nicht. Sondern eben bei uns ist es so gesehen, da dreckiger Club. Ja. Bühne anknallen, so in dem Stil. Mhm. Oder? Und lustigerweise vermischen sich die Welten immer wie mehr. Ja. Auch schon vor Corona. Irgendwann kriegst du dann eben an, dass der, der vom dreckigen Club gekommen ist und der, der von der Künstlerbörse gekommen ist, dass die dann beide im Casino-Theater auftreten, zum Beispiel. Mhm. Ja, weißt du, vor allem, weil die Unterscheidung findet immer durch die Kategorien und Veranstaltungsformat statt. Also ich glaube, bei mir aus meiner Sicht, mein Werdegang in Richtung Comedy ist ja auch, also weißt du, wenn ich zum Beispiel Auftritt habe, das ist Comedy Awards wie vor jetzt 2 oder 1,5 Jahren, das Set macht, dann jemand schaut das und findet so, das ist ein Stand-Up-Comedian. Ja. Yeah. Oder? Und es stimmt. Für die 10 Minuten bist es, ja. Ja, aber ich bin auch sonst, und wenn du mein Programm also vor allem jetzt gerade jetzt, das Programm ist auf jeden Fall ein Stand-Up-Programm. Yeah. Aber wenn jemand sagt, das ist ein Satire-Programm, dann finde ich, Und wenn jemand sagt, das ist ein Kabarett-Programm, ja. Und wenn jemand sagt Slam, würde ich wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich würde ich dann am Begriff Slam und Spoken Word nicht so gerecht werden. Yeah. Also weißt, wenn jetzt jemand würde sagen, das ist ein Spoken Word Programm, dann würde ich so sagen, ui, das wäre ein bisschen unangenehm gegenüber Leuten, die das wirklich machen. Yeah. So, das ist ein bisschen Schande. Aber ich finde, also Schande, das wäre einfach nicht der richtige Begriff. Was ich finde, ist wie die Gräben, wo's, also Gräben, oder die Unterscheidung, die es gibt zwischen Kabarett und Comedy, zwischen Poetry Slam und was auch immer, ist immer so, schlussendlich sind alles Texte und ich habe genau den gleichen Text, es ist nicht bei allen gleich, bei allen KünstlerInnen und auch nicht bei allen Texten, aber ich habe einen Text schon auf mindestens 4 verschiedenen Bühnen gemacht, von 4 verschiedenen Formaten, wo nachher ich 4 verschiedene Sachen genannt worden bin. Mhm. So. Dann bin ich halt ein Stand-Up-Comedian, weil der sagt, ich bin ein Stand-Up-Comedian. Yeah, solange ich nichts dagegen habe, ist alles gut. Man muss für sich irgendwann einfach entscheiden, schon als was man sich sieht, aber wenn man ständig zu sehr darauf, man kann sich auch überdefinieren. Ja, yeah, ja, yeah. Also, definitiv. Weißt du, wenn ich dann irgendwie, zum Beispiel, wenn ich jetzt für immer sage, ja, ich komme halt vom Slam und dort macht man so, etwas langweiliger gibt es nicht. Oder? Also ist auch für mich selber. Und ich glaube eben darum, also darum ist das auch passiert, dass es die Vermischung gegeben hat, weil zum Glück die, die es selber machen, nicht so viel auf die Kategorisierung geben. Genau. Und darum sich sie auch schon immer mehr vermischt hat mit, Jesus, wie lange wir schon gemacht haben. Und sich immer mehr vermischt hat. Christoph ist schon ganz unruhig. Ja, du musst noch posten, wir dürfen nicht so lange posten. Was haben wir? Das reicht gerade noch. Ja. Nein, zum Abschluss, dass die Vermischung schon bewusst auch passiert ist. Dass man eben gesagt hat, es bringt ja nichts, dass die einen immer ihr Event machen und die immer ihr Event machen. Und dass das ein bisschen mehr so eine Zusammenkunft wird, eben von allen möglichen Stilen. Wie auch an einem Musikfestival. Und mein Großvater hat mir eine Geschichte erzählt, als er im Buchladen ist.
und ein Buch bestellt und er hat den gleichen Nachnamen. Ich habe ihn ja von ihm ursprünglich so. Und die dann sagt, ah, sind Sie verwandt mit dem Komiker? Und mein Großvater ist dann leicht betüpft gesehen und hat gesagt, ja, aber Sie meinen Comedian. Das ist ihm persönlich wichtig gesehen, weil in seiner Wahrnehmung ein Komiker noch etwas Lapidares gesehen ist oder immer noch ist, so ein bisschen Lächerliches, oder? Ah, so ein bisschen Clown. Ja, der Komiker, so Komiker. Weißt du? Und da hat mir das so erzählt, ich so, es ist im Fall voll okay. Ja. Ich sage zum Beispiel auch immer Komiker, Ich nenne mich am liebsten Komiker. Also ich sage immer Komiker und Satiriker und dann steht meistens auch ein Slam-Poet dazu, weil ich auch nicht sozusagen die Vergangenheit will lügen, weil es hat mich sehr geprägt. Aber das, was ich jetzt bin, ist ein Komiker und Satiriker. Und Komiker finde ich eben darum so gut, weil es das Klarste und das Einfachste ist überhaupt, ich mache etwas, was komisch im Sinne von lustig sein sollte. Ja. Oder? Und zwischen Comedian sage ich, also ist ihm auch recht, aber ich weiß ganz genau, dass Comedian auch bei gewissen Leuten so ein bisschen vom Deutschen her kann das ein bisschen negativ konnotiert sein, wegen was man dort gesehen hat als Comedian. Ja, den Film auch so RTL-Comedy oder was auch immer. Und darum finde ich so zum Beispiel eben Komiker, und ich will eben auch nie zu fest etwas für mich claimen. Ja. So zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, es hat noch Zeit gegeben, dort habe ich mich auch noch Spoken Word Künstler genannt. Das geht jetzt lang. Spoken Word Künstler. Ja, und aber es hat ein bisschen gestimmt, weil ich kann sagen, okay, ich mache halt gereimte Texte etc. und so. Und das würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich es unfair finde gegenüber denen, die wirklich Spoken Word machen. Ja. Und bei Comedian, finde ich, kann man sagen, aber ich will es nicht zu fest selber sagen, weil ich so finde, das gehört auch noch ein bisschen mehr den Leuten, die wirklich in erster Linie Comedian sind. Darum finde ich bei Komiker eigentlich noch recht ein gutes Zwischending. Aber jetzt hat es mir den Großvater kaputt gemacht. Danke vielmals. So, jetzt haben zwei Komiker fast 3 Stunden hauptsächlich über Komik geschwätzt. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Bald zu wiederholen. Ja. Und dann kannst du. Du hast Zeit. Ja, eben. Und dann kannst du uns erzählen, was du machst, um dich gut zu fühlen. Das habe ich jetzt nicht mehr behandelt, aber wir erlösen den Christoph, damit er kann einkaufen. Das kann man jetzt schon noch sagen. Bissle? Ich muss einfach mega gut bissle. Das mache ich, um mich gut fühlen. Heute, jetzt. Und das nächste Mal reden wir dann über das. Danke, ja. Bis ganz bald. Ja. Alles Liebe. Gleichfalls, danke vielmals. Bis. Buh, buh, buh. Thank you.